fange ich jetzt wieder mit dem Sie an. Wir, Entschuldigung, wir haben heute die Jenny Weber von der Chemedia AG im Expertentalk, die den Open Knowledge Worker vorstellt, ohne schon zu viel dazu zu sagen, weil das wird sie ja gleich selber tun. Das ist halt ein Autorentool, mit der Open Education Resource erstellt werden können, die sie auch, die ja auch für die Erledigung einiger der Aufgaben in diesem Themenblock nutzen könnt. Die Jenny hat Medienpädagogik in Chemnitz studiert und arbeitet seitdem eigentlich in der Chemedia AG. Ich glaube, verstärkt im Content-Bereich, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sagt sie vielleicht selber. Ich soll, bevor es losgeht, auch nochmal dringend darauf hinweisen, dass die Zwischenumfrage wahrscheinlich schon raus ist oder rausgehen wird. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Die möchte ich euch bitten zu beantworten, damit wir auch das Ganze schön evaluieren und beforschen können, was in dem Such so passiert. Gut, dann würde ich das Ganze übernehmen, schalte mich dann wieder auf Pause und übergeben und übergebe das an die Jenny. Danke. Okay, ja, also hallo erstmal an alle, die jetzt hier zuhören, die sich für Open Knowledge Worker interessieren. Wir wissen jetzt schon, ich bin Jenny Weber, ich arbeite bei der Chemedia AG. Wir als Firma haben den Open Knowledge Worker entwickelt oder stellen den Open Knowledge Worker als Plattform bereit, damit jeder Interessent das frei zugänglich nutzen kann, um dort drin Lerninhalte zu erstellen, eigenes Wissen aufzubereiten, für andere Nutzer bereitzustellen, einfach auch für sich selber vielleicht ein paar Sachen zu archivieren, sage ich mal, ja, und dort seine Spezialgebiete irgendwie aufbereitet zu bekommen. Ich würde euch jetzt gerne erstmal kurz was über Open Knowledge Worker allgemein erzählen. Also was ist es für eine Plattform? Was steckt für uns dahinter auch als Chemedia? Und dann würde ich euch gerne bisschen in das System einführen. Das heißt, wir gucken uns mal an, wie meldet man sich an, wie sieht das Ganze aus und wie lege ich dort mein eigenes Wissen so an, dass ich es später auch selber weiterverwenden kann oder an andere Nutzer weitergeben kann. Okay. Open Knowledge Worker ganz allgemein ist erstmal eine offene Plattform zum gemeinsamen Erstellen und Verteilen von Lerninhalten für jeden, jederzeit und überall. Das heißt, das ist nicht auf irgendeiner lokalen Installation basieren, sondern es ist über das Internet zugänglich. Ihr könnt euch registrieren, ihr braucht nur Username und Passwort, könnt davon überall auf den Knowledge Worker zugreifen, könnt dort euer Wissen erstellen. Und genauso kann jeder, der auch in das System eingeloggt ist, kann eure Sachen sehen, kann die für seine Zwecke auch verwenden, kann daran weiterarbeiten und kann das entsprechend auch später mit anderen Leuten wieder über andere Wege teilen. Also das erzähle ich später noch ein bisschen genau, wie man das teilt. Es kann jeder mitmachen, also jeder kann sich selber registrieren und alle Inhalte, die dort drin angelegt werden, werden nach Creative Commons Lizenzen gespeichert. Das heißt, wenn ihr eure Inhalte selber erstellt, könnt ihr selber auch festlegen, dürfen andere Mitglieder das weiterverwenden, dürfen andere das bearbeiten, wer kann eure Dinge letztendlich wie wiederverwenden. Kurz zu dem, was dahinter steckt oder wer dahinter steckt. Das sind wir als Firma, die Chemedia AG. Wir sitzen auch in Chemnitz. Wir machen E-Learning, E-Business, Multimedia, alles, was irgendwie so ein bisschen mit dem Thema zu tun hat, aber eben eigentlich spezialisiert auf das Thema E-Learning, Content-Erstellung, Lernplattformen und ja, das ganze Thema Wissensadministration und Wissensverteilung. Der Open Knowledge Worker ist für uns ein Beitrag zur Open Education. Wir wollen damit den Zugang zu Bildung verbessern und auch die Qualität und die Effizienz von Lehrmaterialien einfach ja, helfen zu verbessern und das Lernen an sich als Wissensmanagement zu verbessern. Natürlich sind wir daran interessiert, dass Studenten, die vielleicht schon mal mit Open Knowledge Worker gearbeitet haben, dann auch später im Unternehmen das noch im Kopf haben und Knowledge Worker vielleicht mitnehmen in den Berufseinstieg. Knowledge Worker gibt es also auch in einer lizenzierten Variante für Unternehmen, die ihr
internes Wissen administrieren wollen, verbreiten wollen. Und genau, das ist so ein bisschen unser Ziel, über den Open Knowledge Worker dann auch Nutzer für den richtigen Knowledge Worker zu finden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum soll ich da überhaupt dran teilnehmen? Da gibt es ein paar Gründe natürlich, die ich euch aufzählen kann. Erstens könnt ihr euer eigenes Wissen teilen. Ihr könnt gleichzeitig von anderen lernen, die genauso ihr Wissen so drin teilen. Ihr könnt Vortragspräsentationen erstellen. Ihr könnt dafür vorhandenes Material nutzen, müsst also unter Umständen gar nicht immer alles komplett selber erarbeiten, sondern könnt erstmal suchen, was haben andere Kommilitonen oder andere Nutzer schon erstellt. Ihr könnt das Ganze veröffentlichen, auch für Freunde oder für Kommilitonen, die gar nicht in Open Knowledge Worker angemeldet sind, könnt ihr trotzdem Dinge freigeben. Könnt also interaktive Handouts in Form von Web-based Trainings freigeben, könnt aber auch PDF-Dateien erstellen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Noch nicht ganz so in dem Endstadium der Entwicklung ist unser Social Networking, unsere Schnittstelle, die wir da so planen. Also das soll später alles noch ein bisschen mehr vernetzt werden. Es soll mehr in Richtung persönliche Profile gehen, dass Lerninhalte, die ihr erstellt, auch gegenseitig bewertet werden können. Es soll noch eine bessere Facebook-Schnittstelle geben. An sich könnt ihr jetzt schon euren fertigen Kurs, wenn ihr sowas erstellt, über Facebook posten. Aber das soll alles noch ein bisschen mehr vernetzt werden, so wie es halt heutzutage natürlich auch häufig zu finden ist. Und natürlich unsere große Vision ist ein bisschen die weltweite Vernetzung von Unis, Studenten, alle, die irgendwo Wissen, Fachwissen auch haben und das gerne teilen wollen und dann auch von anderen profitieren wollen, miteinander zu verknüpfen. Jetzt habe ich mal ein paar Screenshots von Inhalten, die aktuell schon von Nutzern erstellt wurden. Das heißt, wir haben hier schon von der TU Chemnitz zum Beispiel aus dem Bereich Rechnungswesen ein paar Lerninhalte drin. So sieht das Ganze dann also aus. Das heißt, es gibt immer so ein festes Layout. Ihr habt einen Header-Bereich oben, ihr habt einen Footer-Bereich unten mit Navigation. Und ihr würdet euch nicht selber die Gedanken drum machen, wie layoute ich das Ganze von Grund auf, sondern es gibt halt feste Vorgaben. Und in die festen Vorgaben bringt ihr einfach euer Wissen ein und könnt es dort halt anschaulich darstellen. Hier noch was von der Unternehmensnachfolge, alles von der TU Chemnitz. Es sind aber auch andere Unis inzwischen im Open Knowledge Worker aktiv, also auch die Uni Freiberg, Zwickau, Dresden. Also ganz verschiedene Unis haben wir hier schon drin, aber auch andere Nutzer, also nicht unbedingt nur Studenten und Professoren oder Lehrstühle sind dort vorhanden, sondern auch ganz individuelle Personen, die sich das einfach mal angucken wollten und ihr individuelles Wissen dort aufbereiten. Jetzt bin ich schon weitergesprungen, um euch noch kurz so ein bisschen den Hintergrund der Funktionalität zu erklären. Open Knowledge Worker als Plattform basiert also auf einer zentralen Datenbank. Das heißt, es ist alles ein Bausteinsystem. Wir verwalten in der Datenbank einzelne Wissensbausteine. Das sind einzelne Inhaltselemente, Kapitel oder kleinere Einheiten eines Kapitels. Wir verwalten einzeln die Medien, alles was Bildmaterial ist, Video, Audio, was man dort einbinden kann. Wir können auch Quizfragen stellen, also man kann auch so ein kleines Wissensquiz für seine Lerner einbauen oder könnte auch einen größeren Test dort einbringen. Und wir verwalten auch Glossarbegriffe und Referenzen, also auch solche Dinge kann man in Open Knowledge Worker anlegen. Und wenn es als einzelne Elemente in der Datenbank administriert wird, gibt es halt die Möglichkeit, das auch einzeln immer wieder in unterschiedlichen Kombinationen miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich kann verschiedene Wissensbausteine, die in der Datenbank liegen, in unterschiedlicher Reihenfolge immer wieder zu neuen Sequenzen zusammenstellen. Ich kann Medien verwenden, die andere Autoren hochgeladen haben. Ich kann auf verschiedene Quizfragen zugreifen und auch Referenzen, Glossarbegriffe, wie gesagt, können dann immer wieder genutzt werden, müssen nicht immer neu erstellt werden, sondern wird eben alles zentral verwaltet. Dann haben wir für die eigenen reinen Lerninhalte sogenannten Seitentemplates. Das heißt,
Es gibt verschiedene Seitenvorlagen. Man überlegt sich nicht, wo platziere ich jetzt den Text, wo platziere ich das Bild, wie muss der Pixelabstand sein, was nehme ich für eine Schriftgröße, was nehme ich für eine Schriftfarbe. Das ist nicht wie in PowerPoint, dass ich alles komplett selber mir überlegen muss, sondern wir haben feste Seitenstrukturen, feste Seitenvorgaben. Man sucht sich einfach eine der vorhandenen Seitenvorgaben aus und bringt dann dort seine Inhalte ein. Dann trennen wir das Ganze von Design und Navigation. Das heißt, für die Inhaltserstellung haben wir diese Seitentemplates, die mit Inhalt gefüllt werden. Und alles, was Header, Footer und Navigationsbuttons sind, die kommen dann automatisch vom System dazu. Darüber muss sich also auch niemand Gedanken machen, dort noch irgendwelche Buttons einzubinden, sondern das kommt alles automatisch. Falls das relevant sein sollte, unterstützen auch mehrsprachige Inhalte. Das heißt, man kann direkt im Open Knowledge Worker, wenn man jetzt ein deutsches Thema angelegt hat, kann man das auch direkt dort drin übersetzen und muss nicht nochmal komplett neu anfangen, alles von null auf anzulegen. Und ganz am Ende, wenn man sein Wissen so aufbereitet hat, dass man damit zufrieden ist, kann man das Ganze als HTML-Link verschicken, an Freunde verteilen. Man kann PDF-Handouts ausdrucken, man kann auch ein Word-Dokument erstellen zum Weiterarbeiten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze am Ende aus dem Open Knowledge Worker auch wieder herausbekommt. Genau, hier noch ein paar Links. Also die PowerPoint-Präsentation kann man dann vielleicht auch gerne noch mit online stellen, wer Interesse hat. Ihr könnt Open Knowledge Worker jederzeit selber besuchen, könnt euch dort registrieren, könnt euch auf unserer Webseite nochmal Infos holen, könnt uns auch jederzeit kontaktieren, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder euch für einen Open Knowledge Worker interessiert, für weitere Schulungen interessiert und so weiter. Da sind wir jederzeit auch offen dafür. Okay. Das wäre es von mir erstmal so ein bisschen zum Hintergrund von Open Knowledge Worker. Ich würde euch gerne zeigen, wie das Ganze aussieht, wie man dort jetzt Inhalte selber anlegen kann, damit ihr hoffentlich dann auch mit großem Interesse mal selber drauf schaut und euch registriert und ganz viel im Open Knowledge Worker arbeiten könnt. Okay. Wenn ihr die URL vielleicht, weiß ich nicht, soll ich die nochmal in den Chat mit reinkopieren, wer Interesse hat? Geht bei uns auf der Themenblock-Seite, also da ist er auch mehrfach verlinkt. Das findet man Okay. dann auch. Alle Wege open meine Zwerge. Okay. Genau, also das Ganze sieht erstmal so aus. Ich habe jetzt schon den Nutzer registriert, deswegen komme ich direkt zur normalen Login-Maske. Wenn ihr noch keinen Nutzer registriert habt, könnt ihr euch ganz einfach registrieren, Name, E-Mail, Adresse, Passwort angeben, wie das halt überall funktioniert. Ihr bekommt dann eine Registrierungsmail, müsst euren Account aktivieren und könnt euch dann mit der gewählten E-Mail-Adresse und eurem gewählten Passwort einloggen. Wer Google, Yahoo oder Facebook-Account hat, kann das auch verknüpfen. Das heißt, ihr seid vielleicht bei Facebook schon eingeloggt, geht dann auf die Open Knowledge Worker Webseite und braucht euch dort nicht nochmal neu einloggen, sondern über euren Facebook-Login seid ihr dann auch direkt im Open Knowledge Worker aktiv. Logge ich mich mal ein. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, ihr habt als erstes, wenn ihr dort reinkommt auf die Plattform, eine Übersicht aller Kurse, die es aktuell schon gibt. Also hier wäre jetzt eine Auflistung von allen deutschsprachigen Kursen, die im Open Knowledge Worker frei zugänglich sind. Vielleicht mal zum Menü. Ich fange mal ganz oben rechts an, gehe mal von oben nach unten dann durch. Ganz oben rechts seht ihr mein Profilbild. Daneben die aktuelle Sprache. Würde ich jetzt nach beispielsweise englischen Lerninhalten suchen wollen, kann ich einfach auf German draufklicken, suche mir dann aus, okay, welche Sprache möchte ich durchsuchen. Nehmen wir mal Englisch als Beispiel, da weiß ich, dass es da einige Inhalte gibt. Und dann zeigt es mir in der Liste nur noch alle englischsprachigen Inhalte an. Gehen wir wieder zurück zum Deutschen.
Zu meinem Profilbild, wenn ich da draufklicke, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, jederzeit euer Profil zu bearbeiten, eigenes Bild hochzuladen, Daten zu hinterlegen, Passwort ändern. Das Übliche, was man normalerweise so unter einem Profil anlegen kann. Dann seht ihr jetzt bei mir hier Jenny Webers Workspace. Das ist also quasi der Bereich, in dem ich mein Wissen anlegen würde. Ich habe hier einen kleinen Pfeil daneben, also ich kann hier noch auswählen zwischen verschiedenen Workspaces. Das kommt daher zustande, dass andere Leute mich auch schon in ihren Workspace eingeladen haben. Workspace bedeutet einfach, ihr habt so einen Bereich für euch selber. In dem Bereich werden eure Inhalte angelegt. Und ihr könnt jederzeit andere User einladen in euren Workspace. Dann dürfen die auch in eurem Bereich Lerninhalte anlegen. Und die Lerninhalte von euch auch bearbeiten. Genau, was ich jetzt mit meinen beiden Workspaces, auf die ich Zugriffsrechte nicht machen könnte, wäre jetzt zum Beispiel in einem der anderen Workspaces, die hier in der Kursliste mit aufgelistet sind, dort könnte ich nicht drin arbeiten. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich könnte jetzt im Workspace der Hochschule Zwickau irgendwelche Inhalte anlegen, das geht nicht. Also ich kann schon wirklich nur in meinem Workspace arbeiten oder eben in dem der Leute, die mich mit eingeladen haben zum Arbeiten. Wenn ihr euch selber registriert und nicht eingeladen wurdet, dann bekommt ihr automatisch euren eigenen Workspace. Wenn euch jemand einlädt und ihr registriert euch daraufhin, dann seid ihr automatisch erstmal im Workspace desjenigen Nutzers, der euch eingeladen hat. Wenn ihr euren eigenen Workspace habt, könnt ihr jederzeit andere Nutzer einladen. Neue Nutzer einladen über den Invite-Button, ganz klar. Dann haben wir hier unten noch die Programmsprache. Also ich habe aktuell Englisch eingestellt als Programmsprache. Das lässt sich auch jederzeit umstellen. Das heißt, ich kann auch das ganze Open Knowledge Worker User Interface auch auf Deutsch, Französisch oder Russisch nutzen, wenn mir das irgendwie mehr bringen würde. Okay, ich stelle es mal auf Deutsch um. Da wir sowieso Deutsch reden, kann ich auch mit den deutschen Begriffen arbeiten. Okay, also ihr seht, jetzt ist das ganze Menü komplett deutsch. Ich bin immer noch auf der deutschen Kursliste. Daran hat sich erstmal nichts geändert. Es geht hauptsächlich um das Menü, was ich über die Programmsprache steuere. Okay, jetzt haben wir hier ein paar Menübuttons. Die würde ich gerne noch ein bisschen durchgehen, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was sich hier hinter verbirgt. Über den Erstellen-Button können jederzeit neue Elemente angelegt werden. Wir haben Wissensbausteine, das sind so kleine Kapiteleinheiten, sage ich mal dazu. Ein Wissensbaustein kann aus mehreren interaktiven Seiten bestehen, aus mehreren Bildschirmseiten sozusagen. Wir haben einzelne Medien, die erstellt werden können. Ein neuer Glossareintrag kann erstellt werden, Referenzfrage, ein gesamter Test oder ein gesamter neuer Kurs kann erstellt werden. Also das als einzelne Datenbankelemente, die hierüber per Quicklink sozusagen neu angelegt werden können. Über den Kurse-Button kommt ihr zu jeder Zeit von überall wieder auf diese Kursliste zurück. Dann hätten wir noch unseren Lernziel-Button, zu dem gehen wir gleich mal. Was wir noch haben, sind die Aufgaben. Es gibt eine interne Aufgabenverwaltung. Das heißt, zu jedem Kurs, der unter der Kursliste auch zu finden ist. Wenn das euer eigener Kurs ist, könnt ihr euch Aufgaben anlegen, könnt quasi To-Dos verwalten, könnt für jede einzelne Bildschirmseite oder auch für den gesamten Kurs hinterlegen, dort muss ich noch was ergänzen, hier wollte ich noch was machen, könnt vielleicht auch anderen Usern, die in eurem Workspace mitarbeiten, eine Aufgabe zuweisen, sagen, User A soll dort noch irgendwo ein Bild ergänzen und User B muss vielleicht noch irgendwo Text einbringen. So könnt ihr halt kollaborativ auch über die Aufgaben zusammenarbeiten. Und über den Schnellstart-Button gibt es einen kleinen Kurs, der alle wichtigen Schritte, um sich im Open Knowledge Worker zurechtzufinden, nochmal ein bisschen näher erläutert. Genau, jetzt habe ich die Lernziele ein bisschen außen vor gelassen, weil ich jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen möchte. Lernziele sind so ein bisschen die Basis für uns. Also alles, was im Open Knowledge Worker an Wissen angelegt wird, basiert auf diesem Bausteinprinzip und die größte Bausteineinheit sind quasi die Lernziele. Was wir als Lernziele hier bezeichnen, sind später im fertigen E-Learning quasi die Kapitel,
Also man kann, wenn man Lernziele anlegt, das sich im Kopf so ein bisschen vorstellen, wie die Kapitel eines Buches oder wie eben die Kapitel von einer Ausarbeitung, die man zu einem bestimmten Thema schreiben würde. Das heißt, überlege ich mir jetzt, zu welchem Thema ich mein Wissen hier im Open Knowledge Worker freigeben möchte, dann beginne ich nicht zu sagen, ich mache jetzt einen neuen Kurs und kopiere dann all mein Wissen dort auf die einzelnen Seiten, sondern ich fange mit der Struktur an. Ich überlege mir also, wie kann ich das Wissen gliedern, in welche Kapitel glieder ich das Ganze, in welche Unterkapitel untergliedere ich das Ganze und dann erst generiere ich aus diesem Inhaltsverzeichnis, was ich mir da strukturiere, den letztendlichen Kurs. Deswegen fange ich auch hier mal an und zeige euch mal, wie man direkt was anlegt. Ja, also jetzt mal auf die Lernziele. Darüber kommen wir direkt in unser sogenanntes Lernzielverzeichnis. Das besteht erstmal aus einer ganzen Reihe von Ordnern, die dazu da sind, um Lernziele, Kapitel, Wissensbausteine zu verwalten. Wenn ihr euch neu registriert, könnt ihr euch jederzeit einen eigenen Ordner hier anlegen. Auf der obersten Ebene einfach parallel zu allen anderen, die schon im Open Knowledge Worker vorhanden sind, die dort schon arbeiten, könnt ihr euch hier über den kleinen Quicklink Neue Lernzielgruppe so einen eigenen Ordner anlegen. Das mache ich jetzt mal und benenne das Ganze einfach mal mit meinem Namen. Kursbeschreibung ist optional, könnte ich jetzt machen, um anderen Autoren einen kleinen Hinweis zu geben, was für eine Art von Wissen oder was für Informationen finden Sie hier in diesem Ordner wieder. Würde ich jetzt einfach für heute mal weglassen und speichere mir meinen Ordner, dann taucht er hier in dieser Lernzielübersicht mit auf. Ganz unten aktuell kann ich wiederum draufklicken und gehe dann eine Ebene tiefer, also direkt in meinen Ordner hinein. Meinen eigenen Ordner kann ich natürlich wieder bearbeiten, Inhalte sortieren, wenn ich welche hätte. Aktuell habe ich noch keine. Und jetzt kann ich hier unten beginnen, mir neue Inhalte anzulegen. Also ich kann das Ganze erstens nochmal weiter verschachteln mit neuen weiteren Ordnern, die ich mir anlegen kann. Wenn ich verschiedene Themen bearbeiten will, könnte ich mir vielleicht für jedes Thema noch einen eigenen Ordner anlegen. Oder ich beginne direkt, mir ein neues Lernziel bzw. ein erstes Kapitel für meinen Kurs hier anzulegen. Das mache ich jetzt mal. Ich war jetzt nicht so mega kreativ bei der Auswahl eines Themas. Ich habe mir jetzt einfach mal überlegt, ich mache was ganz, ganz Unverfängliches, einfach über Obstsorten. Ein bisschen, ja, um da niemandem irgendwie zu nahe zu treten und alle irgendwie ein bisschen einzufangen. Benenne ich mein Kapitel einfach mal Obstsorten. Wenn ich hier für die Verwaltung einen bestimmten Begriff angeben möchte und für den Lerner einen ganz tollen anderen Namen, kann ich ja auch noch eine andere Bezeichnung für den Lerner angeben. Ich kann auch eine Kurzbeschreibung für andere Autoren oder für andere User im Knowledge Worker angeben. Ist aber hier alles optional. Hauptsache, ich habe erstmal mein erstes Lernziel oder mein erstes Kurskapitel benannt. Das habe ich jetzt mal Obstsorten genannt. Gut, ich sehe schon parallel arbeiten schon einige mit, die sich vielleicht gerade schon selber registriert haben oder schon einen Zugang zum Open Knowledge Worker hatten. Ja, also jetzt in meinem Ordner gibt es das erste Kapitel Obstsorten. Da kann ich wiederum draufklicken und kann das weiter untergliedern in Unterkapitel, die sich bei uns oder im Open Knowledge Worker als Wissensbausteine wiederfinden. Es wird hier automatisch schon einer mit angelegt. Also für mein erstes Kapitel habe ich auch ein erstes Unterkapitel mit angelegt. Das wird auch automatisch genauso benannt wie das Kapitel, kann ich aber jederzeit umbenennen. Muss ich mal ganz kurz nebenbei auf meinen schlauen Zettel gucken, was ich hier anlegen wollte als Struktur. Und zwar wollte ich mein erstes Unterkapitel oder meinen ersten Wissensbaustein zum Thema Obstsorten, wollte ich auf die Erdbeeren beziehen und jetzt würde ich einfach mal anfangen, diesen Wissensbaustein zu bearbeiten. Dazu klicke ich einfach drauf, dann öffnet sich ein neues Fenster mit unserem Inhaltseditor, der heißt bei uns Content Designer. Wenn ich den starte, gehe ich quasi wirklich in diesen Wissensbaustein rein und könnte jetzt die einzelnen Inhaltsseiten anlegen. Dann habe ich vorhin schon kurz gesagt, für Inhaltsseiten gibt es Templates, also so Seitenvorlagen,
die mir quasi vorgeben, wie ich Text und Medium anlege, was für interaktive Elemente ich mit draufbringen kann, wo der Lerner einfach auch nochmal klicken kann, irgendwas explorativ finden. Ich würde die Seitentemplates jetzt erstmal kurz außer Acht lassen und erstmal meine Struktur anlegen und dann zeige ich euch mal, wie solche fertigen Seiten dann aussehen können, bevor ich euch zeige, wie ihr selber so eine Seite gestaltet. Bin jetzt also schon mal in dem Content Editor drin und sehe hier ganz oben den Titel von meinem Wissensbaustein nochmal Obstsorten. Ich möchte ihn jetzt aber anders benennen. Der soll jetzt bei mir heißen, was sind Erdbeeren? So, dann klicke ich hier hinten auf OK, um das zu bestätigen. Jetzt speichere ich erstmal meinen Wissensbaustein und gehe wieder raus. Um noch nicht alles ganz zu vermischen, würde ich erstmal die Struktur komplett anlegen und euch dann, wie gesagt, im Nachhinein zeigen, wie die einzelnen Seiten dann gestaltet werden. Okay. Weitere Strukturelemente. Ich lege mal noch einen zweiten Wissensbaustein hier an. Das heißt, jedes Lernziel oder jedes Kapitel kann aus verschiedenen Wissensbausteinen bestehen. Möchte ich jetzt hier noch einen weiteren Wissensbaustein hinzufügen zu meinem Kapitel Obstsorten, gehe ich über diesen Link Verknüpfen. Der heißt deswegen Verknüpfen und nicht hinzufügen, weil ich dort im ersten Schritt gefragt werde, gib doch mal einen Suchbegriff ein. Das heißt, der Gedanke hinter dem ganzen Open Knowledge Worker, hinter diesem Datenbankprinzip ist ja, dass Dinge wiederverwendet werden, dass man Duplikate vermeidet, dass man von anderen profitiert und nicht jeder komplett neu von null anfangen muss. Das heißt, ich kann jetzt erstmal suchen, was gibt es zum Thema Erdbeeren vielleicht schon im Open Knowledge Worker, entspricht das genau dem, was ich auch abbilden möchte, dann kann ich das bei mir verknüpfen, in meinem Kapitel also wiederverwenden. Oder wenn das nicht der Fall ist und ich finde noch nichts zum Thema Erdbeeren, sollte jetzt also eigentlich nichts in der Suche auftauchen, außer meinem eigenen Baustein, den ich gerade angelegt habe, aber der hat ja auch schon den grünen Haken, das heißt, der wird aktuell schon verwendet in meinem Kapitel. Finde also hier nichts weiter und gehe deswegen über den Button Wissensbaustein anlegen, um mir nochmal komplett was Neues hier hinzuzufügen. Wenn ihr neue Elemente anlegt im Open Knowledge Worker, ist es vielleicht beim ersten Mal draufklicken ein bisschen abstrus, wenn man auf so einen Tab Metainformation kommt. Es wird euch bei jedem Element wieder begegnen und hat einfach den Hintergrund, über diese Metadaten, die wir pflegen oder die gepflegt werden müssen unbedingt, werden die Dinge verwaltet. Das heißt, über diese Metadaten kann ich auch alle Elemente wiederverwenden. Also ganz wichtig, wenn ich selber meine Bausteine wieder finden möchte oder meine Kollegen, meine Kommilitonen, meine Freunde meine Bausteine wiederfinden sollen, dann muss ich die über die Metainformationen so beschreiben, dass die auch über die Suche auffindbar sind. Jetzt würde ich das zweite Mal zum Thema Erdbeerrezepte anlegen. Deswegen gebe ich dem auch diesen Metatitel. In der Metabeschreibung könnte ich jetzt nochmal bestimmte Tags aufrufen, bestimmte Tags vorgeben. Erdbeeren, Obstsorten, also alle möglichen Begriffe, wo ich mir selber überlege, okay, danach würden vielleicht meine Freunde suchen, wenn sie auch was zu dem Thema erstellen wollten oder wenn sie mein Wissen wiederverwenden möchten. Okay, und dann habe ich einen zweiten Tab, den ich auch ausfüllen muss, bevor ich das Ganze hier speichern kann als Strukturelement. Das wäre die Beschreibung in der Lerneransicht. Mein Titel für die Lerner, der jetzt nicht unbedingt gleich der Metatitel sein muss, aber ich persönlich nenne es immer gleich Metatitel und Beschreibung für den Lerner. Gebe also hier auch wieder Erdbeerrezepte an und würde jetzt erstmal meinen zweiten Baustein speichern. Ja, sehe ich gerade, habe ich den Fehler schon selber gemacht. Mir noch nicht überlegt, was für eine Lizenz ich hier vergeben möchte. Ist ein Open Knowledge Worker ja inzwischen so integriert, dass nicht nur die Medien nach Creative Commons Lizenzen verwaltet werden, sondern auch die Wissensbausteine. Das heißt, auch eure textuellen Inhalte könnt ihr lizenzieren. Ohne dass ich eine Lizenz angebe, kann ich es gar nicht speichern. Das ist natürlich immer sinnvoll. Ich kann das Ganze jetzt unter CC0 zum Beispiel speichern, wenn ich möchte oder wenn ich sage, okay, jeder kann das verwenden, jeder darf das auch verändern.
Wenn ich T-T-Bei auswähle, dann gebe ich mal noch meinen Namen mit an, um als Autor hier genannt zu werden. So, einige der Informationen hätte ich dann vielleicht auch von Wikipedia, dann würde ich auch noch Wikipedia mit angeben. Also da müsst ihr auch ein bisschen überlegen, wo habt ihr eure Infos her? Wer ist der wirkliche Autor? Wer ist der Urheber der Infos? Dass er das dann auch mit angibt bei den entsprechenden Lizenzformen. Gucken wir mal hier, also wenn ihr nicht genau wisst, was die Lizenzen bedeuten, gibt es einen kleinen Hilfe-Button direkt daneben und könnt ihr draufklicken, dann seht ihr nochmal genau, was die Lizenzen beinhalten, welche Nutzungsrechte. So, jetzt müsste ich das speichern können. Genau, und dann taucht der neue Baustein hier auch in meiner Liste mit auf. Das heißt, ich habe jetzt ein Lernziel oder ein Kapitel, zwei untergeordnete Ebenen dazu. Jetzt soll mir das erstmal reichen für meine Beispielstruktur hier. Ich könnte natürlich noch weitere Lernziele anlegen, könnte jetzt noch zu Gemüsesorten irgendwas erzählen, könnte dort auch wieder mehrere Bausteine unterordnen. Und wenn ich dann aber soweit mit meiner Struktur durch bin, dass ich sage, das ist jetzt mein komplettes Inhaltsverzeichnis, was ich im Kurs abbilden möchte, dann sage ich, ich erstelle mir jetzt hier meinen neuen Kurs. Den neuen Kurs könnt ihr euch anlegen über diesen Quicklink hier unten. Also wenn ihr gerade noch in der Baumstruktur euch befindet, habt ihr unten so eine Verwendungsanzeige. Aktuell werden meine Bausteine in noch keinem Kurs verwendet. Ich habe sie ja gerade erst neu angelegt. Könnt ihr über den Quicklink gehen, neuen Kurs erstellen. Kann aber auch hier oben jetzt über den Button gehen, neu erstellen, ausklappen und mir dann einen neuen Kurs auswählen. Also beides bringt mich in den gleichen Kurseditor rein. Ich habe jetzt hier so eine Maske, dort kann ich meinen Kurs quasi beschreiben. Das heißt, ich gebe dem Ganzen einen Namen, so wie mein Kurs heißen soll. Sind das jetzt einfach mal beliebte Nahrungsmittel? Kann dem auch wieder eine Kurzbeschreibung hinzufügen, einfach für andere User, damit die direkt sehen, was, um was geht es hier in diesem Kurs. Sehe hier auch nochmal, das liegt alles wirklich in meinem Workspace. Also ich habe das hier in meinem eigenen Bereich abgelegt, in meinem eigenen Wissensbereich. Jetzt speichere ich erstmal den Namen meines Kurses und anschließend kann ich hier auf der linken Seite die Struktur zuordnen. Da habe ich hier unten so einen Button. Ich hoffe, ihr könnt es auch komplett sehen, meinen Screen. Habe hier unten den Button Lernziel hinzufügen. Dann öffnet sich die Baumstruktur. Aus der Baumstruktur kann ich meine selbst angelegten Ordner auswählen, kann mich entscheiden, welche der angelegten Lernziele möchte ich verknüpfen, kann auch meinen ganzen Ordner verknüpfen. Und ich kann zusätzlich jetzt auch sagen, ich verwende eben Dinge von anderen Usern wieder. Also wenn ich weiß, Alexander Videra ist ein Kommilitone von mir oder ein Freund von mir, der hat zu einem bestimmten Thema auch was erstellt, was mich interessiert, was hier Relevanz hat für meinen Kurs, dann kann ich auch sagen, ich verwende sein Lernziel mit in meinem Kurs und dann hängt es auch an meinem Kurs mit dran. Okay, dann klicke ich einfach nur noch auf Hinzufügen. Dann sehe ich hier oben alles, was ich verknüpft habe. Also erstmal die Kapitel als übergeordnete Ebene. Kann es nochmal ausklappen, sehe dann auch, was hängt noch an untergeordneten Bausteinen mit dran. Und wenn ich mir sicher bin, dass das genau die Struktur ist, die ich haben möchte, dann klicke ich unten nochmal auf Speichern, um das Ganze zu bestätigen. Und dann wird mir hier ein neuer Button aktiv, nämlich Struktur anlegen, aktualisieren. Bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich dem Kurs jetzt letztendlich auch noch mein Layout verpasse und sage, das soll jetzt wirklich der Kurs sein mit genau der Struktur, die ich ausgewählt habe. Also ich klicke mal drauf, bekomme hier eine Layout-Auswahl. Da gibt es also letztendlich nur ein Layout, unser sogenanntes Base-Layout, was eben oben diesen Header hat, unten diesen Footer hat, automatisch eine Fortschrittsanzeige mitbringt, so ein paar Layout-Links mitbringt, wie Sitemap, Glossar und Suche, was die Vor- und Zurück-Buttons mitbringt
Und die ganze interaktive Funktionalität, die das Layout hat, die wird durch dieses Base-Layout gewährleistet. Was ihr für euren Kurs machen könnt, ist ein bestimmtes Thema auswählen. Und da gibt es jetzt verschiedene hier in der Liste zur Auswahl. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon was für die TU Chemnitz, verschiedene Themen. Die Themen bestimmen quasi das Farbspektrum, was verwendet wird. Also ihr seht jetzt aktuell hier ausgewählt das Chemedia-Thema, was mit unseren Unternehmensfarben so ein bisschen bestückt ist, mit diesem Türkisblau. Wähle ich jetzt zum Beispiel mal das Knowledge Worker Layout, seht ihr hier, ändert sich direkt der Header und der Footer. Die Buttons haben eine andere Farbe. Die Funktionalität des Layouts ist aber ansonsten die gleiche. Wähle ich mal OpenKW aus, sieht es auch wieder ein bisschen anders aus, alles relativ in Grau gehalten. TU Chemnitz, TU Dresden hat noch ein eigenes Thema. Also hier haben wir verschiedene Farbspektren sozusagen, die ihr euch dann auswählen könntet. Suche ich mir eins aus, speichere das Ganze nochmal. Und dann ist mein Kurs sozusagen erstmal angelegt als Hülle, die ich jetzt wirklich mit Inhalt befüllen kann, mit richtigen Bildschirmseiten befüllen kann. Ich könnte die Kursvorschau jetzt direkt von hier aus starten. Also hier habe ich direkt einen Button, Kursvorschau öffnen. Ich würde euch aber gerne mal zeigen, dass ich auch über diese Kursliste, wie ich sie ganz am Anfang gesehen habe, jetzt meinen Kurs sehe. Das heißt, gehe ich hier über Kurse wieder zurück, bin ich wieder beim Startscreen und jetzt taucht hier ganz oben in der Liste mein eigener Kurs mit auf. Sehe ich hier, der ist in Blau dargestellt. Im Gegensatz zu allen anderen, die jetzt nicht verlinkt sind, auf meinen eigenen Kurs kann ich natürlich jederzeit wieder draufklicken, kann den Titel ändern, kann weitere Kapitel hinzufügen oder Kapitel entfernen, kann das Layout nochmal umstellen, wenn mir das Farbthema nicht gefällt, kann also meinen eigenen Kurs bearbeiten, was ich mit den Kursen der anderen User nicht machen kann. Also die Kurse der anderen User kann ich mir anschauen, kann Teile davon wiederverwenden, kann sie aber natürlich nicht bearbeiten oder überschreiben. Das ist ja nicht Sinn und Zweck von Open Knowledge Worker. Okay, wenn ich jetzt meinen eigenen Kurs hier wiederfinde in dieser Kursliste, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ganz hinten habe ich Vorschau und Teilen, zwei Buttons. Kann ich für jeden Kurs machen, nämlich alles angucken, wie sieht der Kurs aus und ich kann jeden Kurs auch teilen, also mit anderen Usern oder anderen Usern zur Verfügung stellen. Ich würde euch gerne erstmal einen Kurs zeigen, den es schon gibt, damit ihr nochmal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie kann es am Ende aussehen. Dazu gucken wir uns einfach mal unseren kleinen Demo-Kurs an, Rezept für Lebkuchen, der jetzt relativ neu erstellt wurde von meinen Kolleginnen. Das Ganze sieht also so aus. Ihr seht, es ist dieses bestimmte Farbthema gewählt worden, das Knowledge Worker-Thema mit diesem farbigen Header. Hier unten haben wir den Footer, wir haben das Inhaltsverzeichnis, was automatisch generiert wird anhand aller Inhalte, die verknüpft sind in meinem Kurs. Ich habe eine automatische Suchfunktion integriert, kann also dort nach allen Worten im Inhalt suchen. Ich habe die Navigation hier mit drin, genau, automatisch auch den Kurstitel oben im Header und eine automatische Pfadangabe. Also um all das muss sich niemand selber kümmern, das kommt wirklich ganz automatisch aus dem Layout. Was ihr als User im Open Knowledge Worker macht, sind wirklich rein die Inhalte anzulegen und zu kombinieren zu einem Kurs, der euch gefällt. Okay, gucken wir uns einfach mal an, was wir für Möglichkeiten haben. Die verschiedenen Seitentemplates geben halt zum Beispiel sowas her, dass man hier so eine kleine Diashow macht. Man hat hier einen kleinen Textbereich, kann nochmal was verlinken, kann also hier auch direkt zum Wiki verlinken. Hab dann hier so eine kleine Diashow, wo ich Bilder einbinden kann, wo ich nochmal Infos einbinden kann, sodass jeder, der sich den Kurs anguckt, ganz individuell und explorativ hier durchgehen kann und die Inhalte für sich erarbeiten kann. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel mal eine Seite, da steht der Text auf der anderen Seite, ein Bild links mit nochmal einer anklickbaren Headline drauf. Also hier kann ich auch nochmal weiterführende Infos in einem Pop-up-Fenster integrieren. Der Lerner klickt einfach drauf und erarbeitet sich so die verschiedenen Infos. Das ist eine schöne Möglichkeit, um
Handouts auch zu gestalten, wenn ihr ein Seminar geben müsst oder irgendwie zu einem bestimmten Thema was ihr arbeitet und es euren Kommilitonen bereitstellen wollt, ist es vielleicht manchmal eine schönere Alternative, als einfach ein PDF oder ein Word-Dokument auszugeben, weil man einfach mehr mit Visualisierung arbeiten kann und die Leute auch selber ein bisschen die Infos sich zusammenklicken und dadurch auch besser lernen können. Kann man hier zum Beispiel auch ein Bild über die komplette Seitenbreite ausgeben, noch so eine Sprechblase drauflegen, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu machen. Genau, und was wir hier noch haben, sind so ein paar Hervorhebungen im Textbereich, die wir machen können. Also es gibt so Textboxen, dann kann man einfach sagen, ich möchte hier so eine Textbox mit einem bestimmten Icon einbinden, um eine Information irgendwie nochmal besser hervorzuheben. Seht auch immer die Lizenzangabe mit. Also jeder kann auch wirklich sehen, wer hat es erstellt. Es kann quasi niemand das Wissen von anderen als sein eigenes ausgeben und damit irgendeinen Betrugsversuch starten. Es ist schon immer so gegeben, dass die Lizenzen auch ersichtlich sind. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie man jetzt so einzelne Seiten gestalten kann. Ich gehe mal wieder aus dem Lebkuchenkurs zurück zur Kursübersicht, wo ich jetzt meinen eigenen Kurs hier ganz oben finde. Wenn ich jetzt die Vorschau starte, komme ich genau in das Fenster, was ich gerade mit dem Lebkuchenkurs hatte, nur dass ich jetzt natürlich noch überhaupt keinen Inhalt drin habe. Aber ich sehe schon mal, automatisch habe ich oben den Pfad. Ich sehe mein Kapitel, ich sehe den untergeordneten Wissensbaustein, mein Kurstitel natürlich und ich habe automatisch dieses Inhaltsverzeichnis, was natürlich jetzt noch nicht komplett voll ist, weil ich die Seiten noch nicht erstellt habe, aber das ist alles das, was automatisch hier kommt. Ich habe auch keine Buttons selber angelegt, sondern die sind wirklich hier einfach aus dem Layout herausgekommen. Wenn ich jetzt die einzelnen Seiten mit Inhalt befüllen möchte, dann brauche ich wieder unseren Content-Editor, den haben wir vorhin schon mal ganz, ganz kurz gesehen. Und den kann ich jetzt aus dieser Kursvorschau heraus wieder jederzeit starten über diesen zweiten Button, den ihr hier seht. Also gibt auch einen Alt-Tag dazu, wenn man mit der Maus drüber geht, wieder hier Content Designer. Das ist also unser Editor für die einzelnen Seiten. Den kann man hier super jederzeit starten. Über den XML-Button oben drüber würde man in die Metadaten wiederkommen. Also wenn ich nochmal meine Metadaten ändern möchte, weitere Taggings zu meinem Wissensbaustein machen möchte oder die Lizenzangabe nochmal verändern möchte, dann komme ich über den XML-Button wieder in diese Metadatenansicht. Aber zum reinen Bearbeiten der Seiteninhalte nehmen wir den Content Designer-Button, damit wir hier direkt in der grafischen Oberfläche arbeiten können. Okay, dann gucken wir uns noch mal kurz ein bisschen an, was wir für Seiten-Templates haben. Ein paar haben wir jetzt in dem Lebkuchenkurs schon mal gesehen. Es gibt also hier eine Reihe von Templates, die ihr nutzen könnt. Eine Standardseite einfach nur mit Text und Bild kann natürlich jederzeit genutzt werden. Die kann auch später noch erweitert werden um Hotspots, die sich auf dem Bild befinden oder auf dem Medium befinden. Wir haben diese anklickbaren Überschriften, die haben wir gerade schon mal kurz gesehen. Wir haben diese Sprechblasen, die jederzeit auf einem Bild eingeblendet werden können. Wir haben das mit der Diashow, wo man an der Seite diese Bildleiste hat mit verschiedenen kleinen Vorschaubildern, durch die man sich dann durchklicken kann und jeweils eine große Darstellung sieht. Wir hätten nochmal anklickbare Schlagworte im Textbereich, wo man nochmal Infos unterbringen kann, weiterführende Infos unterbringen kann. Wir können Quizfragen einbinden. Einmal in unbewerteter Variante und einmal in bewerteter Variante, wo man dann noch die Ergebnisse, also das Resultat am Ende sieht, die Punktzahl, die man erreicht hat oder den Prozentwert, den man erreicht hat. Wenn wir keinen Text haben, können wir ein Medium auch groß darstellen, ein Video zum Beispiel als Vollbildmedium einblenden, wenn es keinen erläuternden Text dazu gibt oder auch ein Bild mal in voller Größe, um die Message da klar rüberzubringen. Genauso kann man aber auch sagen, ich habe jetzt hier keine Visualisierung für eine bestimmte Seite, habe aber dafür einen super langen Text, den ich irgendwie unterbringen muss. Dann kann ich das Ganze auch, also den Text über die komplette Breite strecken, um dann Scrollbalken auf der Seite vielleicht zu vermeiden.
haben wir noch so ein Schieberegler-Template, wo man auf einer Seite zwischen verschiedenen Steps unterscheiden kann. Da kann man schön so ein paar Abfolgen darstellen. Das Ganze mit Zwang in eine Richtung oder mit optional Bewegung in beide Richtungen. Unser Click-Through-Template ist auch nochmal wie so eine kleine Dia-Show, wie wir es hier hatten, plus dass man nicht von Anfang an die Vorschaubilder sieht, sondern man sieht ein Bild in groß und klickt sich dann über einen kleinen Button unten noch durch mehrere Bilder, die auf der Seite liegen, durch. Und wir hätten noch eine interaktive Tabelle, bei der man am Anfang nur den Tabellenkopf sieht und die erste Spalte sieht. Und alles andere sich aber per Mausklick erarbeiten muss. Also per Klick auf einen Eintrag in der ersten Spalte sieht man dann, welche Einträge kommen in den anderen Spalten dann dazu und sieht dann jeweils quasi eine Zeile komplett aufgedeckt. Genau, also das sind erstmal unsere aktuellen Seitenvorlagen, die wir haben. Das heißt, jeder, der eine Seite wirklich neu anlegt, muss sich erstmal auf so eine Seite festlegen. Einige lassen sich später noch umformatieren, andere sollte man von vornherein festlegen, dass man die haben möchte. Ich würde einfach mal mit so einem Standard-Template beginnen, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Okay, wähle ich das aus, klicke auf OK, sehe ich also hier diesen Bearbeitungsbereich. Bearbeitungsbereich immer unterteilt in weiße Fläche und graue Fläche. Üblicherweise ist die weiße Fläche die Textfläche, also der Bereich, in dem ich meinen Text editiere, und die graue Fläche der Bereich, in dem ich meine Visualisierung einbinde. Auf der linken Seite sehe ich quasi wie in PowerPoint auch die Folienansicht, also hier die Seiten, die sich in meinem Baustein befinden, werden jetzt hier untereinander aufgelistet, wenn ich schon mehrere hätte. Aktuell habe ich natürlich erstmal nur die eine erste Seite. Und dann haben wir oben noch verschiedene Menüs in verschiedenen Reitern. Also je nachdem, was für Elemente ich auch einbinde auf meiner Seite, können sich dann hier noch weitere Reiter öffnen, mit weiteren Optionen, Dinge einzustellen, zu editieren. Das sehen wir dann auch gleich, wenn ihr Inhalt reinkommt. Ich würde mal anfangen, die Seite ein bisschen zu befüllen. Und zwar auf meine erste Seite will ich erstmal ein bisschen was Allgemeines zur Erdbeere schreiben. Ich gebe also erstmal einen Seitentitel an. Das ist quasi meine Überschrift für diese Seite. Dann kann ich hier verschiedene Texte einbinden. Einfach draufklicken auf den Bereich, wo jetzt hier schon steht, Element oder Text einfügen oder jederzeit auch über das Plus weitere neue Textfelder einfügen. Ich habe jetzt hier schon mal einen Text vorbereitet, das heißt, ich fange jetzt hier nicht an, alles wortwörtlich einzutippen, deswegen kopiere ich es mir mal aus einem anderen Dokument einfach rüber. Ich habe jetzt hier zwei Textabsätze auf einmal kopiert. Die habe ich hier auch, das sieht man durch die blaue Umrahmung, als zwei einzelne Textfelder angelegt. Per Drag and Drop lassen sich jederzeit alle Elemente, die ihr auf den Seiten einbindet, aber auch umstrukturieren. Das heißt, das kann man hier schon ganz gut zeigen. Wenn ich sage, der erste Satz soll eigentlich nach dem zweiten kommen, dann kann ich das hier per Drag and Drop auch tauschen oder eben wieder zurücktauschen. So. Das wäre erstmal so mein Einleitungstext. Ich kann hier was markieren, hervorheben in Fett, Kursiv. Ich könnte was hochstellen, tiefstellen oder bestimmte Sonderzeichen einbinden. Also alles, was ihr an Texteditierung hier machen wollt. So die Hauptelemente findet ihr auch im Open Knowledge Worker wieder. Formatiere einfach mal was fett, damit wir das auch sehen, wie das dann aussieht. Und ich füge mal noch eine Hervorhebung ein, das heißt nicht nur einfach eine Fettmarkierung oder irgendeine andere Markierung der Schrift selber, sondern ich möchte was hervorheben in so einer Textbox, dass es einfach nochmal ein bisschen deutlicher auf der Seite zu sehen ist. Da habe ich hier, sobald ich auf neues Element einfügen klicke, automatisch dieses Menü auch oben geöffnet. Sehe ich alles, was ich hier einfügen kann. Also ich kann einen neuen Absatz einfügen, eine Liste einfügen, ein Bild hinzufügen, eine Tabelle einfügen und so weiter. Das seht ihr ja selber. Und hier habe ich zum Beispiel eine neue Textbox, die ich einfügen kann. Klicke ich mal drauf, öffnet sich hier oben dazu ein entsprechendes Boxmenü.
Und hier gibt es einen Dropdown mit allen möglichen Boxtypen, die wir unterstützen. Was ist jetzt ein Boxtyp? Boxtyp bedeutet einfach, ich bestimme hier an der Stelle, wie sieht die Box auf meiner fertigen Seite aus. Egal, was ich jetzt hier in diesem Editor erstmal auswähle, bleibt die Box immer die gleiche. Ich sehe nur hier in diesem rechten Feld, was ich für einen Boxtyp ausgewählt habe. Aber hier erkenne ich erstmal noch nicht, wie sieht die Box später im Layout aus. Das müsste man dann schon ein bisschen wissen. Also das heißt, man kennt dann schon die Boxtypen oder kann es direkt auch über den Titel hier identifizieren. Ich weiß zum Beispiel jetzt, dass beim Boxtyp Hinweistipp kommt ein bestimmtes Icon zu meiner Box. Eine kleine Hand, so eine Hinweishand, damit ich hier meinem Lerner irgendwie noch einen speziellen Hinweis geben kann. So, jetzt kopiere ich mir wieder meinen Text, den ich vorbereitet habe. Einfach als Boxinhalt. Also für jede Box kann ich natürlich auch wieder einen Titel vergeben und ich kann den Inhalt editieren. Habe ich hier jetzt für einzelne Textfelder, die mache ich zu einem zusammen. Und dann habe ich das Ganze in der Box drin. Das heißt, klicke ich die Box an, seht ihr hier, das gehört als ein Element zusammen, ist also auch alles insgesamt blau umrahmt. Auch die Box könnte ich jetzt wieder anfassen, per Drag and Drop an eine andere Stelle verschieben. Wenn ich sage, habe ich jetzt gerade aus Versehen irgendwo falsch angelegt. Also per Drag and Drop lässt sich jedes Element irgendwie umordnen. Okay. Dann möchte ich zu meiner Seite noch ein Bild hinzufügen. Also irgendwie mein Thema Erdbeeren natürlich auch ein bisschen visualisieren. Dazu gehe ich in diesen grauen Bereich. Da hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, das ist immer üblicherweise unser Medienbereich. Klicke hier mal auf das Plus und gehe über Einfügen Medium in die Mediensuche. Jetzt könnte ich hier erstmal wieder suchen, gibt es denn schon was zum Thema Erdbeeren in Open Knowledge Worker? Hat schon mal jemand irgendwie ein Bild hochgeladen? Dann könnte ich mir jetzt mein eigenes Hochladen sparen. Kann ich einfach mal wiederverwenden, was jemand schon mal veröffentlicht hat. Ich finde jetzt hier aktuell nichts. Muss mir also was selber hochladen und das geht ganz gut, wenn ihr einen neueren Browser verwendet. Wie ich in meinem Fall, in Chrome geht es ohne Probleme, im EE geht es ab der 10, im Firefox geht es natürlich auch ohne Probleme. Jetzt lege ich mir mal einfach ein neues Bild an, indem ich mir das auf meiner Festplatte oder auf meinem Desktop suche und es einfach nur noch dahin ziehe, also auch per Drag and Drop der Upload. Sehr einfach. Und wenn es einmal hochgeladen ist, bin ich aber wieder gefragt und soll meine Metadaten pflegen. Also einfach für die saubere Datenbankverwaltung, damit andere Lerner das wiederverwenden können. Wichtig auch für die Lizenzangabe, dass ich hier noch ein paar Informationen zu meinem Bild pflege. Ich sehe also wieder, es ist in meinem eigenen Workspace angelegt, also in meinem eigenen Bereich, in dem ich gerade arbeite. Suche mir wieder die Lizenz aus. In meinem Fall muss ich auch den Autor mit angeben. Das bin ich nämlich nicht selber, sondern ich habe mir das Bild einfach bei Flickr gesucht. Und jetzt hier mal noch Flickr selber als Plattform mit nennen. Das auch in Klammern schreiben, damit es eindeutig wird, wo ich das Bild her habe. Ich kann die Sprache definieren, das heißt, habe ich ein Bild, auf dem sich Text befindet, irgendwelche Schaubilder, Diagramme, auf denen eben auch Texte zu lesen sind, dann kann ich hier auch definieren, was ist das für eine Sprache, welcher Sprache ist das Bild zugeordnet. Ist im ersten Schritt noch nicht wichtig, aber wenn später Lerninhalte übersetzt werden, kann das hier eine Rolle spielen, dass es sauber gepflegt ist als deutschsprachiges Medium. Oder eben in meinem Fall, wo nur ein paar Erdbeeren zu sehen sind, als sprachunabhängiges Medium, was in jeder Sprache Relevanz hat, überall ohne kulturelle Konflikte oder sprachliche Konflikte wiederverwendet werden kann. Dann kann ich eine Bildbezeichnung angeben. Das heißt nicht, dass das der Bildtitel ist, wie der Lerner den im Kurs sieht, sondern das ist wirklich eine datenbankinterne Bezeichnung für das Bild. Wenn ich das per Drag and Drop hier uploade, dann übernimmt es mir als Bezeichnung automatisch den Dateinamen. Den kann ich ändern, kann ich aber auch drin lassen. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal in der Beschreibung genau darlegen, was auf dem Bild zu sehen ist,
wiederum wichtig für die Suche in der Datenbank. Ich habe aber hier unten auch noch ein paar Tags, die ich pflegen sollte. Also die Medienart, in meinem Fall ist ein JPEG-Image, kann ich verschiedene Tags schon aus dem Index auswählen, kann aber auch selber editieren und genau beschreiben, was hier zu sehen ist. Kann das Land festlegen. Ich glaube, drei von den vier Tags müssen ausgefüllt sein, damit das Bild sauber gespeichert und verwaltet werden kann. Sonst kriege ich da nochmal einen Hinweis, dass ich die Tags bitte ausfüllen soll. Okay, meine Thematik. Ich nehme jetzt einfach mal Demo, weil es ein Demo-Inhalt ist und Obstsorten, weil es sich darauf bezieht. Okay, dann sehe ich hier unten schon, ist meine Mediendatei schon hochgeladen. Ich sehe hier nur den oberen linken Ausschnitt, also davon bitte jetzt nicht verwirren lassen. Das Bild ist sehr groß, es hat eine sehr hohe Auflösung, deswegen sehe ich eben hier oben nur den kleinen Ausschnitt erstmal. Ich kann das Bild jederzeit auch wieder ersetzen, wenn es jetzt eben doch nicht mehr aktuell ist und sich irgendwo was geändert hat, dann kann ich die Datei hierüber auch jederzeit wieder austauschen. Speichere ich mein Bild mal. Das soll also an Verwaltungsaufwand erstmal reichen. Genau, speichern und schließen, damit ich aus diesem Dialog wieder rauskomme und zurück in meine Bearbeitungsansicht. Jetzt sehe ich hier ein kleines Vorschaubild von meinem Bild, kann dem Ganzen noch einen Titel hinzufügen. Und jetzt würde ich einfach schon mal die Vorschau starten, um euch zu zeigen, wie sieht das Ganze aus. Also wir sehen hier aktuell einen relativ großen Textbereich, ein bisschen kleineren Bildbereich und gucken uns einfach mal an, was das Ganze jetzt in meiner Kursvorschau macht. Ich speichere mal den Wissensbaustein und gehe mal zurück in meine Kursvorschau. Da aktualisiere ich mal die Seite. Und jetzt sieht das Ganze erstmal so aus. Ich habe also hier meinen Textbereich drin. Den Titel, den ich eingegeben habe, habt ihr gesehen, habe ich nicht formatiert. Der kommt also wiederum aus dem Layout in einer größeren Schriftgröße, in einer fetten Schrift. Das alles hängt mit dem zusammen, was ich hier als Gesamtlayout ausgewählt habe oder als Farbthema ausgewählt habe. Dann habe ich hier meinen Text, habe einen etwas kleineren Bildbereich und habe hier auch diese Hervorhebung in Form dieser Hinweisbox mit drin. Jetzt gucke ich mir die Seite an und sage, okay, ist noch nicht optimal. Ich habe nicht so viel Text hier drauf. Ich könnte den Textbereich also auch ein bisschen kleiner machen, könnte damit das Bild ein bisschen größer hervorheben. Und auch diese Textbox ist jetzt vielleicht ein Typ, der mir nicht so gut gefällt. Dann gehe ich wieder zurück in meinen Editor. Was ich jetzt machen würde, ist einmal die Box verändern, eben von Hinweis und Tipp auf einen anderen Boxtyp umschalten, um euch mal zu zeigen, was es noch anderes gibt. Sobald ich die Box anklicke, habe ich oben wieder dieses Boxmenü, kann ja nochmal aus diesem Dropdown auswählen. Jetzt nehme ich mir meine Zusatzinformation als Boxtyp und ich möchte auch, dass das Bild ein bisschen größer hervorkommt und der Textbereich ein bisschen eingeschränkt wird. Dazu wechsle ich mal in das Seitenmenü und habe hier wieder verschiedene Möglichkeiten, nochmal um die Seite ein bisschen umzustellen. Aktuell wird der Text links vom Bild angezeigt. Ich kann das aber auch tauschen, sagen, das Bild soll mehr im Fokus stehen. Unsere Leserichtung ist von links nach rechts. Wenn ich also das Bild mehr in den Fokus heben möchte, würde ich hier einfach die Reihenfolge tauschen, das Bild links anordnen und den Text rechts. Und ich kann in diesem Dropdown hier unter Standard-Layout noch auswählen, wie sich Text zu Bild in der Größe verhalten sollen. Und da haben wir verschiedene Größenverhältnisse. Man sieht es ja ganz gut über dieses Zahlenverhältnis. Aktuell habe ich eingestellt, dass der Text und der Medienbereich sich wie 3 zu 2 verhalten. Ich würde das Ganze einfach mal tauschen, dann wird der Textbereich ein bisschen kleiner und der Bildbereich ein bisschen größer. Und jetzt gehe ich nochmal in die Vorschau zurück. Mein anderer Weg, die Vorschau zu starten, wäre jetzt hier über diesen Vorschau-Button. Da kann man auch nochmal direkt auswählen, in welchem Layout möchte ich die Vorschau starten. Und dann öffnen wir das Ganze nochmal in einem Pop-up. Und jetzt seht ihr schon, was sich verändert hat. Ich habe einen kleineren Textbereich. Ich habe jetzt hier eine ganz andere Art von Box. Also einfach nur, indem ich diesen Boxtyp umgestellt habe, ist das Ganze von einem normalen
Box mit einem Icon zu einer Klickbox geworden. Jetzt kann ich drauf klicken und bekomme die Informationen, die ich vorher direkt dastehen hatte, nochmal in so einer Lightbox. Und das Bild ist jetzt hier schön groß, füllt den Bereich also ganz gut aus. Okay. Meiner Box gebe ich mal noch einen Titel. Der hat jetzt gerade noch gefehlt. Also ich habe zwar jetzt blind draufgeklickt auf diesen Button oder auf diese Klickbox, aber eigentlich hätte ich jetzt gar nicht gewusst, warum soll ich denn da draufklicken, weil es gar keinen Titel hatte. So. Okay. Formuliere das mal als Frage. Damit soll mir das für diese erste Seite reichen. Ich speichere die mal und beende mal. Jetzt seht ihr hier nochmal, okay, kann ich draufklicken. Ich sehe hier den Titel und habe dann die Lightbox. Gut. Okay, das mal als erster Seitentyp. Default Page. Jetzt würde ich euch gerne nochmal eine Seite mit anlegen, mit einem anderen Seitentemplate, um das nochmal mit zu zeigen. Ich lege das Ganze im gleichen Baustein an. Also ich bin immer noch in meinem ersten Kapitel Obstsorten und immer noch im Baustein, was sind Erdbeeren? Mein nächster Baustein wären ja die Erdbeerrezepte. Und das, was ich jetzt aktuell anlegen möchte, bezieht sich aber schon noch auf die allgemeinen Erdbeerinfos. Deswegen bleibe ich in dem ersten Baustein drin und gehe da wieder auf den Bearbeitungsmodus drauf. Also es wirkt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen strange, weil es aussieht, als ob ich diese Seite nochmal anfasse. Indem ich hier auf den Content Designer klicke, heißt es aber nicht, ich öffne nur diese einzelne Seite, die ich bearbeite, sondern ich öffne den ganzen Baustein. Und dieser Baustein kann ja aus verschiedenen Seiten bestehen. Wir sehen wieder die erste Seite, die wir schon haben. Ich möchte dem generellen Erdbeer-Info-Baustein hier aber noch eine neue Seite hinzufügen und habe dazu oben mit dem Button Neue Seite. So, jetzt würde ich einfach mal ein anderes Template nehmen. Nehmen wir mal das mit dieser Headline im Textbereich. Wenn ihr euch selber im OpenKW oder OpenNoiseWorker registriert und ein bisschen versucht, eigene Inhalte anzulegen, werdet ihr merken oder könnt ihr diese ganzen Templates mal ausprobieren und werdet merken, von der Bearbeitung her, vom Handling her, ist es immer wieder das Gleiche. Also jede Seite hat natürlich so ein paar spezielle interaktive Elemente, die editiert werden müssen. Aber grundsätzlich das Handling von diesem Editor ist immer wieder das Gleiche und macht da eigentlich von Seite zu Seite keine großen Unterschiede. Okay, die zweite Seite soll sich jetzt auf den Anbau von Erdbeeren beziehen. So, das soll also wieder mein Seitentitel sein. Ihr seht, ich formatiere hier nichts. Ich gebe das wirklich nur in diese Titelzeile ein und damit wird im Hintergrund festgelegt, das ist der Titel. Deswegen wird er auch auf der Seite dann ein bisschen größer und in einer bestimmten Farbe und fett formatiert. Jetzt hätte ich hier den Bereich für meinen normalen Text. Da habe ich jetzt natürlich wieder was vorbereitet, was ich mir nur kopieren muss. Das habe ich jetzt ein bisschen voreilig alles kopiert. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich zeige euch mal, wie man hier noch eine Liste hinzufügen kann. Das bietet sich hier an der Stelle ganz gut an. Listen formatieren funktioniert nämlich im Open Knowledge Worker nicht, wie man es vielleicht aus Word oder aus PowerPoint kennt, indem man irgendwas tippt, irgendwas schreibt und im Nachhinein dann sagt, okay, jetzt formatiere ich es mal als Liste und setze da mal ein paar Anführungsstriche davor. Im Open Knowledge Worker, der ja XML-basierte Inhalte erstellt, also die wirklich alle standardisiert hinterlegt werden, ist es so, dass ich erst sage, ich möchte jetzt eine Seite erstellen, eine Liste erstellen und dann die Inhalte da reinbringe. Legen wir auf diese Art und Weise. Bin also hier an der Stelle und sage, ich möchte jetzt hier Listenpunkte einfügen. Dann gehe ich oben über dieses Einfügen-Menü und wähle hier einfach eine Liste aus.
Die Liste kann nummeriert oder unnummeriert sein und kann nochmal einen extra Titel mit haben, der dann auch wieder in einer bestimmten Art und Weise formatiert ist. Jetzt könnte ich mir sogar den Text, den ich oben drüber schon hatte, als Listentitel hier angeben. Dann hat es wirklich, ist es wirklich komplett richtig formatiert. Okay, und dann kopiere ich mir hier meine einzelnen Listenpunkte rein. Das soll eigentlich der vierte Punkt sein, nicht der hier unten. Okay. Jetzt möchte ich hier unten drunter noch einen Text einblenden. Hier oben habe ich gerade noch eine leere Zeile. Da schreibe ich jetzt den Text rein und ziehe den dann einfach mal hier runter, damit meine Reihenfolge genauso erhalten bleibt, wie ich sie vorbereitet hatte. Okay. Jetzt möchte ich hier dazu, zu dem, was ich hier geschrieben habe, erstmal ein Bild einbinden. Genauso wie wir es gerade schon mal gemacht haben. Also bei Klick auf das Plus öffnet sich oben automatisch schon das Einfügen-Menü. Ich kann auf Medium klicken und kann mir jetzt hier ein neues Bild reinziehen. So, dann muss ich natürlich alles wieder angeben. Gebe wieder den Autor an. Auch die Plattform mit, auf der ich das gefunden habe. Die entsprechende Lizenz, die dort vermerkt wurde. Die Sprache des Bildes. Ich habe wieder was Sprachunabhängiges. Das heißt einfach nur ein Foto ohne Text, was in allen Sprachen Gültigkeit hat. Ich habe wieder den Titel für die interne Datenbankverwaltung. Könnte das Ganze nochmal genau beschreiben, Farben beschreiben, was ist auf dem Bild zu sehen, wer hat das Bild erstellt, kann auch nochmal die URL mit reinkopieren, zum Beispiel, unter der ich das Bild gefunden habe, einfach damit ich selber vielleicht auch später nochmal nachgucken kann. Also wie gesagt, alles das, was ich hier in diesem Formular editiere, hat nichts mit dem zu tun, was der Lerner auf der Seite sieht oder was der Betrachter auf der Seite sieht, sondern das ist wirklich für die interne Verwaltung der einzelnen Bausteine. So, ich fülle das jetzt mal relativ schnell aus. Hier zum Erstellfeld. Und die Thematik sind wieder meine Obstsorten. Okay, dann sehe ich hier schon wieder den Ausschnitt des Bildes, das ich hochgeladen habe. Speichern und Vorschau, damit habe ich das Bild neu hochgeladen, neu angelegt. Kann dem Ganzen wieder einen Titel hinzufügen, muss ich aber nicht, ist optional. Wenn ich jetzt in die Vorschau gehe, da passiert erstmal noch nichts Ungewöhnliches, also genau das, was wir gerade eben auch schon getan haben, nämlich Text- und Bildbereich editieren. Wieder mit einem etwas größeren Textbereich und einem etwas kleineren Bildbereich, weil das unsere Standardeinstellung ist. Auch hier könnte ich jetzt wieder sagen, es gefällt mir nicht so gut. Ich möchte gerne das Bild ein bisschen größer haben. Ich möchte den Textbereich ein bisschen kleiner haben. Dann kann ich mir hier wieder unter dem Seitenmenü das entsprechende Seitenverhältnis aussuchen. Ich kann zum Beispiel ganz drastisch machen, nur einen ganz kleinen Textbereich und einen sehr großen Bildbereich. Und was ich jetzt hier als neues Element mit drin habe, das ist eben diese Headline, diese anschließbare Headline im Textbereich. Das war ja genau das Seitentemplate, was ich mir ausgesucht hatte. Also eine Interaktionsform, bei der der Betrachter einfach die Möglichkeit hat, auf der Seite nochmal wohin zu klicken und nochmal weiterführende Informationen sich zu holen. So, da hätten wir jetzt hier und vielleicht noch ein paar Infos zur Erdbeerernte. In diesem Bereich, der sich dann öffnet, sobald der Betrachter auf diese Headline draufklickt, kann ich auch wieder Infos unterbringen und die auch wieder nicht nur in Textform, sondern auch mit einem Medium das Ganze nochmal untermauern. Medium bedeutet nicht immer nur zwangsläufig Bild, also hier in der Demo lade ich jetzt erstmal nur Bilder hoch, aber ein Medium kann auch genauso ein MP4-Video sein oder ein MP3-Audio sein, kann auch ein YouTube-Link sein,
der dann das entsprechende YouTube-Video auf der entsprechenden URL, die ich hinterlege, streamt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann auch ein PDF-Dokument sein, was sich die Leute dann angucken oder runterladen können. Also der Begriff Medium bezieht sich hier auf verschiedene Formate, die eingebunden werden können. Okay. Ich lade jetzt hier nicht extra nochmal ein neues Bild mit hoch, sondern füge erstmal einen neuen Text ein. Text noch editieren. Also jetzt habe ich hier ein paar Umbrüche drin, die ich nicht unbedingt brauche, die nicht ganz korrekt sind. So. Okay, das erstmal dazu. Jetzt gehe ich wieder in die Vorschau, um mal zu gucken, wie hat sich jetzt meine Seitenansicht verändert. Also ich habe umgestellt das Verhältnis zwischen Text- und Bildbereich, sodass ich das Bild wirklich gut hervorhebe, den Textbereich aber auch noch ganz gut fülle. Also hier bleibt nicht viel frei. Ich habe dazu meine anklickbare Headline und sobald ich jetzt hier draufklicke, öffnet sich dieser Bereich und jetzt habe ich hier meine Zusatzinfo, kann aber hier auch jederzeit wieder ein Medium dazu einbinden, wie gesagt, um das Ganze zu visualisieren, was ich hier schreibe. Das mal noch so als zweites Seitentemplate, um einfach mal den Unterschied zu zeigen. Also auf der ersten Seite haben wir gesehen, das Standard-Template an sich mit aber so einer zusätzlichen Klickbox, wo nochmal eine Info aufgeht. Und hier haben wir jetzt auf der Seite nochmal eine anklickbare Headline im Textbereich. Okay. Das kann ich euch noch zeigen, wie man Pop-up einbindet vielleicht. Also ein Pop-up in Form von einem anklickbaren Element auf einem Medium. Dazu gehe ich nochmal auf die Seite vorher. Meine Einführungsseite zum Kurs, da habe ich hier das schöne Bild. Da kann ich jetzt ganz gut auch nochmal so eine Text-Headline auf diesem Bild platzieren. Einfach nochmal als Schlagwort, wo ich mir wiederum Zusatzinfos irgendwie per Mausklick bei Interesse einfach holen kann, die ich aber nicht zwingend brauche, um das Wissen zu erfassen. Wenn ich das Bild jetzt noch mit so einer Headline versehen möchte, kann ich das Bild einfach anklicken, dann bekomme ich oben diesen Reiter für die Medienbearbeitung. Dort kann ich also auch jederzeit ein anderes Medium verknüpfen oder mein aktuelles Medium wieder bearbeiten. Kann das Ganze als Zoombar einstellen, das heißt, es hat eine integrierte Zoom-Funktion, wenn es ein sehr hochauflösendes Bild ist mit sehr vielen kleinen Details, was ja auf der Seite eigentlich theoretisch automatisch auf die optimale Größe skaliert wird von Open Knowledge Worker. Dann kann ich das als Zoombar einstellen, dann ist das wie man das vielleicht aus von Katalogen kennt, wenn man sich online irgendwelche Dinge anschaut, die man bestellen möchte in Webshops, dann hat man ja meistens auch irgendwie ein Produktbild, was man dann gegebenenfalls auch nochmal ranzoomen kann, um dort Details zu erkennen. Und genau so eine Funktion haben wir hier auch über diesen Zoom-Button. So, meine Erdbeeren, die kann ich zwar ranzoomen, aber da tun sich mir jetzt keine Details auf, die da irgendwie besonders interessant wären, deswegen brauche ich hier die Zoom-Funktion erstmal nicht. Ich möchte das Ganze aber erweitern. Ich möchte also eine anklickbare Headline hier drauf haben. Deswegen klicke ich mal auf diesen Erweitern-Button und bekomme hier unten nochmal so einen extra Bereich mit so einem Plus und so einer kleinen Bubble drauf. Hieran erkenne ich, okay, ich kann hier was drauflegen auf das Bild. Also das wären jetzt hier die besonderen Klickelemente auf dem Bild. Klicke ich mal drauf. Werde ich nochmal gefragt, was möchte ich denn hinzufügen? Möchte ich jetzt wirklich so eine Headline hinzufügen, die anklickbar ist? Oder möchte ich vielleicht eine Sprechblase hinzufügen, um das Ganze ein bisschen mehr nach Monolog, Dialog oder irgendwie Kommunikation aussehen zu lassen? Oder möchte ich nochmal einen anklickbaren Hotspot hinzufügen? Einfach so einen kleinen Kreis, den ich irgendwo auf dem Bild platziere, der mir vielleicht ein bestimmtes Detail auch hervorhebt, wo ich dann nochmal Infos dazu geben möchte. Ich wähle mal die Überschrift aus. Beschreibe erstmal den Text dieser Überschrift, die dort anklickbar sein soll. Ich will mal noch ein paar Charakteristika der Erdbeerpflanze hier mit unterbringen. So.
Nennen das also Charakteristika, das wird quasi das Schlagwort sein, was auf dem Bild liegt. Und alles das, was ich dann in diesem Pop-up-Fenster an Informationen auftun soll, das editiere ich hier hinten über diesen kleinen Button mit dem Bleistift und der kleinen weißen Seite drauf. Das sind immer die Edit-Buttons, die man hier im Open Knowledge Worker findet. Bekomme ich also auch hier gleich schon mal so ein kleines Pop-up-Fenster, in dem ich genau das editiere, was dort erscheinen soll. So, noch eine kleine Info zu den Erdbeeren. Ich kann auch hier in dem Pop-up-Fenster nochmal ein Bild integrieren. Das würde ich einfach nochmal mit zeigen. Hier unten gibt es jetzt keinen Button, neues Bild hinzufügen, aber ich weiß es und ihr wisst es jetzt auch, dass man dort auch Bilder hinzufügen kann. Einfach einen neuen Absatz hinzufügen oder Enter drücken nach dem letzten Absatz und dann sieht man auch oben im Einfügen-Menü wieder, da gibt es jetzt auch noch den Button Medium, also darf ich hier auch nochmal ein Medium einfügen. Ich würde mir einfach noch mal schnell ein drittes Bild zum Thema Erdbeeren mit hochladen. Kann es einfach wieder per Drag and Drop auf dieses Feld ziehen. Lizenz wieder die gleiche. Ich gebe den Autor mit an. Und dass ich das Ganze bei Flickr gefunden habe. Und auch hier muss ich wieder sauber verschlagworten, damit das Bild in der Datenbank administrierbar ist. Objekte wiederum die Erdbeeren. Natürlich bleiben wir beim Thema. Und die Thematik wiederum Demo, Obstsorten, wie auch immer. Okay. Gut, mein Bild ist schon da. Ich kann das Ganze speichern und schließen und sehe das jetzt hier auch in dem Pop-up mit auftauchen. Ob das unter oder über oder zwischen den Textabschnitten erscheinen soll, bestimmt ja wieder per Drag and Drop, ganz einfach. Kein Hexenwerk, kann sich jederzeit umsortieren lassen. Sage ich, das reicht mir für mein Pop-up-Fenster, mache das hier zu. Und guck mir jetzt mal in der Vorschau an, was sich verändert hat, nachdem ich diese Überschrift hier auf das Bild gepackt habe. Aus. Ich habe immer noch gleichen Text im Bildbereich, habe aber jetzt diese anklickbare Überschrift auf dem Bild liegen. Wie diese Überschrift aussieht, formatiert ist, kommt wiederum aus dem Layout. Das heißt, ich habe jetzt hier als Autor selber noch gar nicht festgelegt, hat es diesen grauen Hintergrund, hat es eben jetzt diese türkise Schriftfarbe, sondern das ist wirklich wieder eine Sache, die aus dem Layout kommt. Als User sage ich wirklich nur an, welche Inhalte bringe ich rein in den Knowledge Worker, wie werden die auf der Seite angeordnet, aber wie die farblich erscheinen und wie die ganze Funktion dahinter ist, dass ich also hier draufklicke und das Pop-up kommt, wie groß das Pop-up ist, an welcher Position sich das öffnet und so weiter. Das macht das Layout alles automatisch. Das muss niemand selber programmieren. Okay, Anklicken funktioniert so. Ich habe jetzt hier also mein Pop-up, so wie es der User im verbreiteten Kurs dann also auch sieht. Weil es mir hier gerade auffällt, vielleicht noch als Hinweis für euch, wenn ihr eure selbst hochgeladenen Bilder nochmal verändern wollt, ihr kommt jederzeit wieder in diese Datenmaske rein, die ich gerade ausgefüllt habe beim Upload, wenn ihr auf diesem Bild auf das kleine Fähnchen klickt. Also hier gibt es wieder diesen Edit-Button mit dem Bleistift. Darüber kann ich jederzeit wieder in das Formular zurückgehen und nochmal Dinge ändern. Ich kann die Lizenz ändern, den Autor ändern, die Beschreibungstext ändern oder eben das Bild gegebenenfalls nochmal austauschen, wenn es nicht mehr dem entspricht, was ich eigentlich haben wollte. Nur dass ihr wisst, dass ihr kommt jederzeit auch wieder in dieses Formular zurück. Das ist nicht einmalig abgeschlossen und wenn ihr merkt, okay, da fehlt dir jetzt noch irgendwas, dann ist es vorbei, sondern ihr kommt also auch jederzeit wieder dahin zurück. Okay. Soweit, so gut. Ich zeige euch vielleicht mal noch, wie ihr die Überschrift platzieren könnt. Das habe ich jetzt ein bisschen übergangen, weil die hier oben gar nicht so schlecht passt auf das Bild. Aber natürlich weiß Open Knowledge sogar nicht automatisch, wo ordnet sich diese Headline auf dem Bild gut an. Es kann ich natürlich auch als Autor selber bestimmen, wo das Ganze zu sehen sein soll. Ich gehe nochmal kurz rein.
So, jetzt habe ich hier meine Headline. Also in dem Moment, wo ich mich hier drin befinde, sehe ich noch nicht, wo liegt die auf dem Bild. Das ist ein bisschen eine Sache, wo man Erfahrungswert braucht. Also ich habe jetzt hier so einen kleinen Settings-Button und dort gebe ich die Position an. Da gibt es eine absolute und eine relative Position. Für die erfahreneren Nutzer würde ich die absolute Position empfehlen. Also ich selber arbeite lieber damit. Ich habe ein bisschen meine Erfahrungen mit Pixelwerten. Also ich kann halbwegs einschätzen, wenn das Bild so und so groß ist, wo diese Headline liegen soll. Mit der relativen Position kann ich einfach Prozentwerte angeben und sagen, ich möchte das Bild, die Headline jetzt 20% vom linken Rand hinsetzen und 50% vom oberen Rand. Oder ich gebe halt absolute Pixelwerte an, dass ich sage, vom linken Rand aus gesehen gehe ich 100 Pixel nach rechts und von oben gehe ich 100 Pixel nach unten. Und dann wird die Headline jetzt an einer anderen Position dargestellt. Ich habe gerade das falsche Layout ausgewählt. Machen wir es nochmal mit dem aktuellen Kurslayout. Das ist jetzt hier, ich habe 100 mal 100 Pixel die Überschrift verschoben und damit erscheinen die weiter unten und weiter rechts auf dem Bild. Das ist eine Sache, die ein bisschen Erfahrung bedarf. Da muss man ein bisschen ausprobieren, mal gucken, wo kommt das Ganze hin. Man bekommt sehr schnell ein Gefühl dafür. Und wie gesagt, mit den Prozentwerten kann man auch ganz gut arbeiten, wenn man von den Pixeln noch nicht so eine genaue Vorstellung hat. Okay, das soll erstmal reichen zur Seitenbearbeitung. Also ihr habt jetzt gesehen, wie ihr eine ganz normale Seite befüllt mit Text, Bildern, wie ihr ein Bild hochladet und verschlagwortet, wie ihr so ein paar besondere Elemente reinkriegt, so eine anklickbare Box, so eine Headline auf dem Bild oder auch so eine Headline im Textbereich. Ich würde euch gerne noch zeigen, was ihr jetzt damit macht, wenn ihr dann soweit fertig seid. Also wenn er sagt, okay, das ist jetzt auf einem Stand, wo ich sage, ich möchte es jetzt mit meinen Freunden teilen, ich möchte es vielleicht in einem Seminar verwenden oder ich möchte es per Facebook irgendwo wirklich an meine Freunde bekannt geben, dass dieser Kurs jetzt dort existiert. Dann entscheidet ihr euch dafür, euren Kurs zu teilen. Und da gehe ich jetzt mal wieder aus dieser Kursvorschau raus. In die Startansicht von Open Knowledge Worker, diese ganze Liste mit allen verfügbaren Kursen, wo meiner jetzt immer noch hier oben dran steht. Und dann habe ich hinten diesen Teilen-Button. Der Teilen-Button, der ermöglicht mir, der Teilen-Button ermöglicht mir zu jeder Zeit, meinen Kurs zu veröffentlichen in verschiedenen Formaten. Ich klicke mal drauf, um es euch zu zeigen. Teilen bedeutet also, ich bringe die Inhalte, die ich im Open Knowledge Worker erstellt habe, bringe ich irgendwo außerhalb des Open Knowledge Worker an Mann. Ja? Kurz, nur kurz, irgendwas ist über deinem Mikro wahrscheinlich. Also irgendwas streift da drüber, es klingt ein bisschen seltsam. Irgendwo ist Okay. nicht nur irgendein Kabel, was lang fährt. Also war zwischendurch ein Das paar Mal Kabel. kurz, aber jetzt kam es Okay. mehrfach. Sonst mach einfach weiter und vielleicht kommt es nicht wieder vor. Gut. Okay, sag mir einfach nochmal Bescheid. Ich habe das Kabel jetzt mal umsortiert. Ansonsten bewegt sich eigentlich nichts auf meinem Schreibtisch. Ist es schon ein bisschen besser geworden, wenn ich jetzt drehe? Okay, dann halte ich das Kabel einfach nebenbei in der anderen Hand. Ich muss ja nur noch den Maus bewegen. Gut. Ja, also wie gesagt, das Teilen ermöglicht euch, die Sachen aus dem Open Knowledge Worker heraus zu veröffentlichen für eine breite Öffentlichkeit oder für eine breites Publikum, was selber gar nicht unbedingt Zugriff auf den Open Knowledge Worker braucht. Also Open Knowledge Worker einerseits die Plattform zum Erstellen der Inhalte, und natürlich auch zum Kooperieren mit anderen Usern. Aber das Teilen ermöglicht quasi, dass jetzt wirklich irgendwo anderen Leuten, die gar nichts mit Open Knowledge Worker zu tun haben, zur Verfügung zu stellen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal ein SCORM-Paket. SCORM als Schnittstelle für das Tracking. Das heißt, man kann es in der Lernplattform hochladen, worüber sich Lerner einloggen. Das
Training absolvieren oder den Kurs sich anschauen. Und wenn da noch ein Quiz zum Beispiel drin ist, können dort die ganzen Quiz-Ergebnisse ausgewertet werden. Also in der richtigen Lernplattform. Ihr kennt vielleicht auch alle Moodle oder habt eine andere Lernplattform, wo er regelmäßig drin arbeitet. Dort wird dann in der Regel auch mit Score-Inhalten gearbeitet. Wir können ein Webpaket erstellen, einfach ein HTML-Paket, was ihr selber irgendwo online stellen könnt, was ihr aber auch einfach bei uns online lassen könnt und über eine URL verteilen könnt. Ihr könnt ein PDF generieren aus dem, was ihr erstellt habt. Das ist dann natürlich nicht mehr interaktiv, da kann niemand mehr irgendwo hinklicken, ganz klar, aber es kann als Handout genutzt werden. Dort sind auch alle Texte, alle Bilder integriert, die ihr verwendet in euren Kursen. Und das kann quasi jeder sich ausdrucken, wie er das möchte. Genauso kann man ein Word-Dokument generieren oder eben auch PowerPoint-Folien daraus erstellen lassen. Ich zeige mal die ganze Sache mit dem Webpaket, weil das, denke ich, die meistgenutzte Variante ist, um die Sachen zu verteilen. Ich sehe hier, ich exportiere es als Webpaket, sehe nochmal, welchen Kurs ich gerade exportiere und muss dann einfach nur nochmal bestätigen, dass ich das Ganze exportieren möchte. Dauert einen kurzen Moment, je nachdem, wie viele Elemente auch drin sind im Kurs, beziehungsweise wie gut die Leitung ist natürlich. So, und jetzt bekomme ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mein Webpaket als Datei speichern, dann habe ich es erstmal auf dem Desktop liegen, kann es selber auf meiner eigenen Homepage online stellen oder wo auch immer ich das dann veröffentlichen, hochladen möchte, bekomme einfach eine ZIP-Datei. Oder ich kann das Ganze per QR-Code veröffentlichen, beziehungsweise mir einen kurzen Weblink erstellen lassen. Ich nehme mal die QR-Code-Variante. Sieht so aus. Wer jetzt sein Handy gerade am Mann hat, kann das auch direkt vom Bildschirm gerne mal abscannen. Der müsste dann automatisch auf meinen Erdbeerkurs kommen, beziehungsweise kann ich jetzt diesen Link anklicken, der sich dahinter verbirgt, hinter dem QR-Code, kann diesen Link mir kopieren, kann den verschicken, kann mir aber auch den QR-Code runterladen, kann den irgendwo hinkleben, wo ich den hinkleben möchte. Ich kann mir den auf meine Autoscheibe packen oder sonst irgendwas und ich kann den Link auch per Facebook veröffentlichen. Also ich wollte nur mal zeigen, bei mir geht's. Sehr schön. Ich habe das versucht. Jo, hat geklappt, sehr gut. Genau, also ich mache mal die Alternative jetzt zum QR-Code, weil ich euch das natürlich nicht zeigen kann, wie es auf meinem Handy aussieht. Aber ich klicke den Link an und führt mich genau dahin, wo ich mit dem QR-Code also auch hinkomme zum letztendlichen Kurs. Ihr seht, sieht genauso aus wie das, was ich in meiner Kursvorschau während des Editierens auch immer schon gesehen habe. Nur, dass der Endnutzer natürlich hier nicht diese Panels hat, um immer wieder in den Bearbeitungseditor reinzukommen. Aber ansonsten, ja, sieht es genauso aus, wie ihr es in der Kursvorschau im Open Knowledge Worker selber auch gesehen habt. Okay, das sind erstmal von meiner Seite aus so die wichtigsten Schritte zum Arbeiten im Open Knowledge Worker, beziehungsweise auch die Info vorher, was ist überhaupt Open Knowledge Worker. Ich würde euch einfach anbieten, dass ihr vielleicht noch ein paar Fragen loswerden könnt oder vielleicht habt ihr jetzt auch schon Fragen nebenher im Chat gesammelt. Das konnte ich jetzt nicht so genau verfolgen. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen mit beantworten, Dinge, die euch interessieren. Wie sieht es da aus? Anja, hast du es jetzt schon ein bisschen mitverfolgt? Gibt es da schon irgendwelche Fragen, Ja, Ergänzungen? ich hab das mitverfolgt. Ich schalte mich mal wieder dazu, du bist nicht alleine. Erstmal vielen Dank für die Einführung. Ist ja bei uns vor allem wichtig für die E-Portfolio-Aufgaben und eben das als konkretes Tool mal ausprobieren zu können. Es gab eine kleine Frage von der Andrea, die konnte ich gleich selber beantworten. Wir hatten in der Zwischenzeit schon angefangen, einen kleinen Kurs für E-Portfolios zu bauen. Das als kleines Feedback da. Die Raffaelina Rossetti hat gerade gefragt, wo sieht denn der Leser die CC-Lizenz? Okay, genau, das ist noch eine gute Sache. Ich zeige es mal in der Kursvorschau wieder.
Gute Frage. Also eigentlich sieht der Leser die CC-Lizenz direkt unter meinem Text, den ich geschrieben habe. Frage ich mich gerade, warum ich sie hier aktuell nicht sehe. Beim Bild sieht der Leser die Lizenz immer beim Mausober, aktuell. Es ist noch in der bisschen in der Beta-Phase, sage ich mal, mit der Lizenzausgabe. Es wird bald so sein, dass man immer oben noch so einen kleinen Lizenz-Button hat, der jedes Mal quasi die Lizenz anzeigt, die ich sehen möchte, und das Ganze beim Bild und auch beim Lernbaustein, also beim Text. Ich mache nochmal den Rezeptekurs auf. Rezeptekurs. Da hat man es, glaube ich, noch gesehen. Genau, also theoretisch bei jedem Baustein, den ich anlege, wo ich die Lizenz einstelle, sehe ich es direkt unter dem Textbereich. Ich glaube, ich habe es vorhin bei meinem Baustein, bei meinem ersten Baustein noch nicht eingestellt gehabt. Hätte es jetzt noch ergänzen müssen. Bei dem Baustein ist es schon eingestellt gewesen. Soll ich kurz nochmal darauf eingehen, wo man es direkt einstellt am Baustein, weil es vielleicht am Anfang noch nicht so präsent war? Ja, das wäre vielleicht ganz gut, weil wenn gerade wenn es dann für die eigenen Kurse verwendet werden sollen, für die eigenen Beispiele, Okay. dann sollen die Teilnehmer ja nicht ins Genau. Messer laufen. Ja. Ich glaube. Dazu ist gleich vielleicht eine ganz gute Wiederholung, um nochmal zu sagen, wie die Schritte auch waren. Wir haben ja angefangen, nicht beim Kurs selber oder in der Kursvorstellung selber, sondern wir haben ja angefangen bei der Struktur. Und das war hier unter den Lernzielen, wo man wirklich erstmal hingeht und sagt, welche Gliederung möchte ich für meinen Kurs denn vornehmen? Das gehe ich jetzt einfach nochmal zu den Inhalten, die ich angelegt habe, zu meinen Obstsorten, zu meinen zwei Bausteinen. Ich wäre also jetzt quasi hier auf Bausteinebene, wo ich die Lizenz noch ergänzen müsste. Da kann ich einfach nochmal auf den ersten Baustein draufklicken, wo die Lizenz jetzt gerade noch gefehlt hat. Komme wieder in den Editor rein, möchte aber ja meine Seiteninhalte gerade nicht verändern. Also ich möchte jetzt hier nicht anfangen, nochmal einen eigenen Text runterzuschreiben, Copyright by, sondern ich kann das unter den Eigenschaften und Metadaten oben nochmal editieren. Hier ganz oben diese zwei Buttons für den Content Designer, also für den Editor und für die Metadatenverwaltung. Und unter den Metadaten auf dem allerersten Tab Metainformationen, das haben wir vorhin schon mal kurz gesehen für den zweiten Baustein, den ich angelegt habe. Da musste ich also ausfüllen Titel, Beschreibung und Lerneransicht. Da das hier der automatisch angelegte erste Baustein war zu meinem Kapitel, haben wir hier den Schritt direkt übergangen. Deswegen fehlt hier auch noch die Lizenz. Die pflege ich also jetzt mal noch nach. Sage ich ja auch wieder, okay, jetzt geht's hier bei. Ich habe den Text geschrieben, habe dabei aber von Wikipedia ein bisschen abgeguckt, gebe das also auch entsprechend an. Das wäre also jetzt hier im Baustein, immer unter den Metadaten, die Stelle, wo ich für den Baustein, für Texte oder für den Komplettinhalt des Bausteins meine Lizenz einklicke. Wenn ich es speichere, geht der Baustein automatisch wieder zu. Also das war nochmal der Schritt im Verzeichnis hier. Gehe ich auf den Baustein, gehe dort drauf oder alternativ auch jederzeit in der Kursvorschau, wo ich auch meine Bausteine bearbeitet habe, mit Inhalt gefüllt habe. Die öffne ich jetzt nochmal für meinen Kurs. Weil auch hier kann ich ja meine Bausteine nochmal nacheditieren. Also auch aus dem Content Designer heraus. Hier habe ich nochmal den Tab Eigenschaften und Metadaten, wo ich also nochmal editieren kann, was die Lizenz angeht, was den Autor angeht und was überhaupt die ganze Meta-Infogeschichte betrifft. Also jetzt auch in der Kursvorschau zu sehen sein, genau. Also jetzt hier auf der Seite, wo vorher gerade noch nichts zu sehen war, sehe ich jetzt hier auch mein Copyright. Und habe es, wie gesagt, aktuell noch auf der Seite hier direkt unten drunter stehen, für die Medien bei Mouseover. Und in der nächsten Open Knowledge Work-Version, also nach dem nächsten Update, die werden bei uns regelmäßig durchgeführt, nach dem nächsten Update oder nach einem der nächsten soll dann hier das Copyright-Zeichen oben in der Ecke sein, dass man direkt auch da drüber gehen kann und sieht, wem das zugewiesen ist oder wer der Autor davon ist. Und genauso auch für die
textlichen Inhalte, soll das so einen kleinen Button geben. Okay, hat die Frage erstmal beantwortet? Ja, es Ah kam ja, schon okay, ein jetzt sehe Danke ich doch, drunter. ja. Sehr schön. Also, es wird jetzt geglaubt, dass die Lizenz dasteht. Genau, also das ist ja auch ein bisschen der Hintergrund von dem Tool an sich. War auch, denke ich, im Gegenzug zu den Vorträgen, die wir bisher hatten, durch die Kursdemo mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, da ist auch wichtig, dass wir die Aufzeichnung dann gut vertecken und vielleicht dann doch mal mit den Sprungmarken experimentieren, weil ich glaube, es hat ziemlich viel gezeigt. Während ihr noch weitere Fragen eingeben könnt, würde ich gleich nachschieben, weil wir haben ja relativ viele Lehramtsstudenten gerade aus Dresden dabei. Was hätten denn Lehrer davon? Oder wenn zukünftige Lehrer, Leute, die Lehrer werden und sind? Natürlich ein bisschen ähnlich wie Studenten, die auch ihr Wissen aufbereiten können oder zu einem bestimmten Thema, wo sie das ausarbeiten sollen, das alles dort in Open Knowledge verarbeiten können, können natürlich auch Lehrer ihre Stunden damit planen. Also sie können bestimmte Teile von Inhalten aufbereiten, können auch kleine Quizzes mit einbringen, können das den Schülern zur Verfügung stellen, vielleicht auch schon mal als Hausaufgabe irgendwas mitgeben zum Lesen, mal als Alternative, als Lehrbuch, können sich dort das erarbeiten lassen, können es vielleicht auch für Unterrichtspräsentationen nutzen. Dort anstelle von, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Overhead-Projektor oder irgendwie so ganz banalen Sachen oder was am Beamer an die Wand werfen, könnte man ja vielleicht auch mal so einen interaktiven Kurs benutzen und dann eben, wie ich es hier habe, zum Thema Erdbeeren, einfach mit diesen interaktiven Elementen arbeiten und den Schülern das so vermitteln. Man hat es hier viel visualisierter als in vielen anderen Präsentationswerkzeugen und dadurch denke ich, ist auch der Lerneffekt vielleicht ein bisschen höher. Und es kann eben alles das, was der Lehrer dadurch zeigt, kann der Schüler dann mitnehmen, kann er sich jederzeit nochmal angucken. Wie gesagt, und es können eben auch dann direkt die Skripte dazu ausgegeben werden. Die Lehrer können sich auch untereinander austauschen mit anderen Lehrern, die vielleicht an einer anderen Schule arbeiten, in einer anderen Stadt arbeiten, ähnliche Themen bearbeiten. Die Lehrer können von ihren Unterrichtsmaterialien gegenseitig profitieren. Also da kann ich mir relativ viele Szenarien vorstellen, warum Lehrer das auch nutzen können. Ja, also ich mir auch. Von mir direkt aus der Lehre, ich hatte jetzt am Montag meine Hausaufgabe vergessen. Also ich mache sonst immer so eine kurze Einführung, eine Wiederholung, wo die Studierenden mit Smartphone A, B oder C klicken können. Und das habe ich vergessen. Und ich habe überlegt, wie ich das nachreichen werde, weil die nächsten Übungsgruppen werden das ja dann haben. Ich überlege, da werde ich es auch dann gleich mal versuchen, mit Open Knowledge Worker da einen Kurs zu bauen. Vielleicht sind sie mir dann nicht ganz so böse, weil ich es vergessen habe. Genau, als Kommentar von der Andrea kam drunter, die Overhead-Projektoren, die Genau, die Polyluxe, Folie. die gibt es noch. Ja, genau, also auch in der Uni, da stehen die Dinger noch rum und sind leider auch die am einfachsten so bedienten Medien, die in so einem Raum rumstehen. Also für einen Beamer muss man das nicht Okay. brauchen. Dann wird weiter eingegeben. Ich kann ja zwischendurch nochmal fragen, warum. Habt ihr jetzt gesagt, okay, dass alles wieder unter CC-Lizenz freigegeben werden muss? Was heißt wieder? Warum alles wieder unter CC-Lizenz freigegeben werden muss? Oder dass alles unter was erstellt wird, unter Ja, CC-Lizenz freigegeben weil werden muss? im Prinzip sieht ja jeder User alles von allen. Also ist natürlich wichtig, dass wenn ich irgendwas verwende oder selber irgendwas erstelle und das damit anderen frei zugänglich mache, dass ich mich als Autor irgendwo mit dafür, ich will jetzt nicht nur sagen, verantworte, was ich da eintrage, sondern dass ich einfach auch meinen Namen repräsentiere. Also wenn andere Nutzer das wiederverwenden, was ich geschrieben habe, dann ist das natürlich auch für mich dann am Ende irgendwie ein ganz guter Ruf, ne? Also auch für Lehrkräfte gerade, die dort ihr Wissen preisgeben. Die können dann natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen, indem sie dort sich als Autoren für ihre Inhalte verewigen. Und ja, wenn ich was wiederverwende, möchte ich natürlich auch wissen, aus welcher Quelle das stammt, ob das verlässlich ist und deswegen alles transparent. Jeder sieht, was der andere gemacht hat und
darf das eben nur unter bestimmten Bedingungen verwenden oder verändern. Ja, genau. Also die CC-Lizenzen hatten wir auch im letzten Themenblock. Eine ganze Menge für Furore gesorgt. Die Andrea fragt noch, wie sich das Ganze trägt. Sicherlich eine häufige Frage, beziehungsweise habe ich letzte Woche auch mitbekommen, dass häufiger gefragt wird. Gehen die Verkäufe des Lizenz-Knowledge Worker wirklich hoch? Und sie hofft, dass ja gesagt wird. Natürlich. Also der Open Knowledge Worker trägt sich für uns natürlich daraus, dass wir dadurch neue Kunden für unseren Lizenz Knowledge Worker gewinnen. Und womit wir mit Open Knowledge Worker, indem wir Schulungen anbieten, indem wir Erstellung anbieten und solchen Dingen. Also, aber im Grunde geht es schon darum, dass wir den Knowledge Worker an sich bekannter machen wollen. Und ja, also es soll ein freies Tool bleiben. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, wenn wir jetzt da anfangen drin zu arbeiten, kleine Projekte zu machen für Unis oder sowas, dann haben wir aber trotzdem keine Risiken dadurch, ne? Nein? Immer nicht. Gut. dann die Frage: Gibt es eine Möglichkeit für Mindmaps oder kann man sie nur von einer anderen Quelle hochladen? Mindmaps sollte man eigentlich von einer anderen Quelle hochladen. Jetzt muss ich direkt selber mal gucken. Also die Frage bringt mich gerade selber an eine Frage. Okay, also ich muss das selber nachgucken, weil wir haben in unserem Lizenz-Knowledge Worker und wie ich jetzt gerade sehe, auch im Open-Knowledge Worker eine Schnittstelle zu einem Tool, was sich Lucidchart nennt, womit man Mindmaps erstellen kann. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Wenn man Lucidchart verwenden möchte, braucht man auch einen Lucidchart-Account. Das ist also nicht so, dass man den automatisch mit Open Knowledge Worker irgendwie geschenkt bekommt. Aber wir haben hier die Schnittstelle, falls jemand Lucidchart verwendet, kann er hier direkt über Open Knowledge Worker auf Lucidchart zugreifen, dort seine Mindmap erstellen, die dann abspeichern und dann wird die automatisch im Knowledge Worker als Medium mitverwaltet. Aber außer dieser Schnittstelle haben wir jetzt keine Möglichkeit, direkt im Open Knowledge Worker Mindmaps zu zeichnen. Also die müssten dann schon außerhalb erstellt werden und hier als Bilddatei hochgeladen. Ist Lucidchart open, war die Ich Frage. kann meine Hand jetzt nicht genau dafür ins Feuer legen. Es ist. Also man kann sich auf jeden Fall anmelden. Ich weiß aber nicht genau, ob es jetzt einen Test-Account für, was weiß ich, eine beschränkte Zeit gibt, 4 Wochen, oder ob es einen Test-Account gibt, der vielleicht nicht den vollen Funktionsumfang hat. Also man kann sich erstmal registrieren frei, aber es kann sein, dass es dann Einschränkungen gibt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich habe jetzt gerade mal aufgemacht parallel. Also mit der freien Version gibt es halt nur einen Single-User-Account mit 60 Objekten pro Dokument, 25 MB Okay. Speicherplatz und man darf die Shape-Library nutzen. Und für alles, was man bezahlt, gibt es natürlich viele geile Extra-Features. Also das läuft dann darüber. Gut. Gibt es weitere Fragen? Andrea, du kannst dich auch gern per Mikro selbst dazu schalten. Ist der Ich habe aber Vorteil noch für gegessen. die bei den Online-Vorträgen, dass man solche Sachen nebenbei machen Ja, ist ganz gefährlich. Ich sitze zu Hause auf dem Sofa. Ich gehe nächstes Mal wieder ins Büro. Da lümmelt man nicht so. Hast du noch eine Frage? Aber bei. Nee, ich glaube nicht. Hast dein Vielleicht hat erstmal E-Portfolio jemand zum anders noch. Ich Beispiel hatte vors vorhin noch Dings gleich irgendwas, fertig aber das gekriegt, habe ich ja oder? vergessen. Oh, Nein, entschuldige, meine das ist Dozentin falsch. hat mir verboten, gleich Wir hätten uns mitzumachen. jetzt direkt mal angucken können. Ich hätte jetzt gleich die Kursvorschau geöffnet und wir hätten das zumindest mal begutachten können. Aber du könntest. Ja. Ja, die Alternative war, sich an den Schreibtisch zu setzen und den anderen Bildschirm anzuschließen, sodass man parallel gucken und arbeiten kann. Aber ich habe dann doch das Sofa vorgezogen.
Weitere Fragen? Es wird gerade nicht eingegeben. Erfahrungsgemäß kommen noch drei Fragen, während man anfängt weiterzusprechen. Genau, also ich nehme an, das ist eine Sache, die kommt auch, die Fragen kommen dann auch während der Bearbeitung, während man selber damit arbeitet. Wir haben ein paar Kompetenzen im SUG-Team, um die Fragen zu beantworten. Also ich habe schon ein bisschen damit gearbeitet und die Marleen hat auch schon damit gearbeitet und die Andrea hat ja nebenbei auch angefangen, damit zu arbeiten. Also von daher können Fragen auch gern erst an uns gehen. Ansonsten die Chemie-Mitarbeiter Genau, also sind da bei gesammeltem natürlich auch Interesse haben wir gerne ja dann auch immer mal ansprechbar. wieder Webschulungen, die wir Die anbieten. Also wenn ihr euch, wir hatten ja vorhin, hatte ich mal kurz die E-Mail-Adresse info@openknowledgeworker.com mit eingeblendet. Die können wir vielleicht mal noch mit angeben, beziehungsweise habt ihr im Open Knowledge Worker selber auch einen Support-Button. Natürlich nicht für jeden kleinen, für jede kleine Frage unbedingt verwenden vielleicht, sondern aber wenn ihr irgendwas habt, was gar nicht funktioniert oder wenn ihr euch eben für eine Online-Schulung interessiert und da mal nachfragen wollt, könnt ihr auch jederzeit über diesen Support-Button gehen und gebt einfach euer Anliegen ein und kommt damit auch in Kontakt mit uns und es meldet sich dann jemand aus unserem Team mit entsprechenden Infos zurück. Jetzt kamen gerade doch noch zwei Fragen rein, wie ich es gesagt habe. Die erste ist, weil die vielleicht schneller zu Aktuell beantworten ist, gibt nicht. es eine Altersbeschränkung? Aber ja, vielleicht sollte man darüber mal nachdenken. Aktuell haben wir keine Altersbeschränkung. Ja. Also ich nehme an, dass die Schranke nach unten gemeint ist von der Natürlich Raffaelina nicht, ne? Rossetti und nicht Genau. nach oben. Also ich nehme Nach an, nach unten oben gibt gibt es es keine. aktuell auch noch keine, aber es ist natürlich ein Punkt, über den man mal nachdenken könnte. Also ich habe im Vorfeld auch mit dem Alex Marsch, der das Ganze auch mitbetreut, gesprochen und der hat gemeint, irgendwie in den AGBs stehen ja so Sachen wie, wenn der Kurs gegen politische Sachen verstößt oder gegen rechtliche Sachen oder gegen oder rassistische Sachen vielleicht enthält, dann behält sich die Chemie ja vor, die auch zu löschen oder zu sperren. Also von daher ist eine Schutzphase drin. Die Frage war nach unten, ja, wegen Schülern. Also ich sehe die Frage auch ein. Wüsste jetzt nicht, warum es eine Sperre Ja, geben sollte, aber man muss da also sicherlich das drüber ist ein nachdenken. Aspekt auf jeden Fall, über den wir vielleicht auch nochmal nachdenken sollten. Vielleicht auch gucken, wie es jetzt anläuft. Also Open Knowledge Worker ist ja trotzdem noch relativ in den Kinderschuhen, auch wenn es schon ein paar Nutzer gibt. Gucken, wie es dann auch von Schülern akzeptiert wird. Es soll auch später, weil es gerade um verwerfliche Inhalte ging, noch so eine Funktion geben, die man auch von anderen Plattformen Inhalte melden kann, die eventuell irgendwie nicht jugendfrei sind oder gegen bestimmte Dinge verstoßen. Das gibt es aktuell noch nicht, soll es aber dann auch bald geben. Gut, dann hatte drüber die Andrea noch gefragt, der Mehrwert entsteht ja durch die Masse, das ist ja ganz klar, wenn mehr Inhalte drin sind, dann kann man da schon auf relativ viel aufbauen. Wie viele Nutzer hat der Open Knowledge Worker gerade? Ich kann die Falls Zahl das die nicht Zahl direkt nennen, nennen also möchtest ich und sie kann nennen jetzt kannst. nirgendwo direkt nachschauen, das können jetzt nur unsere Systembetreuer machen. Wie gesagt, es steckt trotzdem noch in den Kinderschuhen, also wir haben aktuell eher so ein bisschen regionale Nutzer von den umliegenden Unis aus Sachsen. Ich weiß von einem Nutzer aus Schweden, aber es ist jetzt noch nicht weltweit irgendwie in so und so vielen Ländern verbreitet. Also es ist aktuell noch so ein bisschen regional, aber soll natürlich auch von der kulturellen Vielfalt dann auch leben, von der regionalen Vielfalt leben. Wie gesagt, ist noch in den Kinderschuhen. Wir haben es erstmal an den hiesigen Unis so ein bisschen verbreitet, aber wir waren jetzt ja auf der Online-Eduka und hoffen, dass daraufhin auch noch ein paar mehr Nutzer aus anderen Regionen sich dann anmelden. Ganz bestimmt. Spätestens jetzt durch den Zug kriegt man auch welche noch aus ganz Sachsen und Siegen und den ganzen anderen attraktiven Gegenden. Ja. Also wirklich ernst gemeint, wie ich mich jetzt hier in Grund und Boden rede.
Genau, also ich habe gerade gesehen, eine Kollegin von mir aus dem Projekt hatte irgendwie, zumindest oben in der Leiste hieß, stand dann der 152. Ich nehme an, das zählt hoch und es werden wahrscheinlich, und Isa hat sich aber auch schon vor ein paar Wochen angemeldet, also das kann natürlich noch ein Stück weiter gehen. In Baden-Württemberg natürlich, über ganz Deutschland verteilt. Gut, nochmal das Angebot weiter nachfragen. Ansonsten würden wir das hier beenden, beziehungsweise kommt ja jetzt mit Sicherheit gleich noch eine. In der Zwischenzeit kann ich nochmal an die Evaluation erinnern, die als E-Mail rausging und an der ihr bitte alle teilnehmt, damit wir da auch wissen, ob das gerade in die richtige Richtung läuft oder ob ihr euch etwas anderes vorgestellt habt oder ob ihr mit irgendwas unzufrieden seid. Und als Ausblick, was die so nächste Woche so passiert, also diese Woche ist noch Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten, zum Beispiel mit Open Knowledge Worker. Nächste Woche kommt dann am Dienstag die Mandy Schütze vom Zoom-Wiki. Zoom-Wiki ist die Zent also Zoom ist die Zentrale für Unterrichtsmedien, bei der Lehrer auch in einem Wiki-Format Inhalte erstellen und Wege und Ressourcen verknüpfen. Also jeder wird das ein bisschen für sich anders nutzen. Die wird davon berichten. Und absolutes Highlight für die Dresdner und Dresden-nahen Teilnehmer. Nächsten Mittwoch gibt es den Sug mit G. Und das G, das ist dann der Sachsen Open Offline Glühwein trinken. Also wir treffen uns in Dresden auf dem Striezelmarkt an irgendeiner Pyramide. Andrea, wo ist das genau? Das Okay. ist zum Eingang zur Münzgasse. Wir treffen uns da, wo es am Also schönsten ist, da, wo es am außer schönsten in ist. Chemnitz. Und ich und der Micha wollen auch nach Dresden kommen, extra für euch. Alle außerhalb von Dresden mögen sich bitte einzeln an ihren Genau. Weihnachtsmärkten treffen. Gut. Oder nach Dresden kommen, gerne auch nach Dresden kommen. Oder nach Dresden kommen. Gut. Dann ist tatsächlich keine weitere Frage vorher ist aufgetaucht. Ich danke euch fürs Dabeisein. Grüße alle Leute, die sich das gerade in der Aufzeichnung angeschaut haben. Die führe ich jetzt auf. Und bis zum nächsten Mal.